Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video in der Julia Dippelwoche. Das heutige Video wird nicht spoilerfrei sein, weil es ist das Read With Me zu Band 4. Und falls ihr Band 4 noch nicht gelesen habt, dann solltet ihr dieses Video auch nicht gucken, weil ich rede anderthalb Stunden über Isara 4. Und zwar mit Spoilern. Und falls ihr wissen wollt, was genau ich an diesem Buch so genial fand und warum ich dieses Buch einfach nur abgöttisch liebe, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video. Und ich habe wie immer die Abschnitte, über die ich spreche, vorher angekündigt und die Zeiten sind auch nochmal unten in der Infobox. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Read With Me und los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Read With Me. Und dieses Read With Me wird ein bisschen anders, weil es ist nicht das erste Mal, wo ich dieses Buch lese, sondern das zweite Mal, weil beim ersten Mal hat es einfach nicht funktioniert mit diesem Read With Me. Beim ersten Mal lesen habe ich einfach nur meine Kurzschlussreaktion gefilmt und ich habe das Buch einfach nur gesucht. Dieses Buch gewartet und jede einzelne Minute wird sich gelohnt haben, weil dieses Buch wird episch werden. Ich weiß es. In diesem kleinen Kästchen ist das Material, das mir das Herz brechen wird. Ich freue mich einfach gerade mega, dass dieses Buch jetzt endlich ist. Es ist tatsächlich da. Ich habe gerade die letzten zwei Kapitel von Band 3 nochmal gelesen. Sie bringt mich jedes Mal zum Heulen. Jedes Mal. Jetzt werde ich den vierten Teil lesen. Jetzt werde ich das machen, was ich die letzten, keine Ahnung, wie viele Male nicht tun konnte. Ich werde weiterlesen. Oh mein Gott! Die ersten Worte von Isara 4. Kacheln. Weiße Kacheln, die ihren Glanz verloren haben. Okay. Oh mein Gott! Ich bin auf Seite 114. Und ich habe gerade eine meiner absoluten Lieblingsszenen gelesen. Und ich finde, das ist ein guter Zeitpunkt, um so mal über die ersten 114 Seiten in Isara zu reden. Und ich glaube, ich habe gar noch nicht gesagt, dass es um Isara 4 geht. Ihr habt es ja wahrscheinlich schon im Titel gelesen, aber es geht um Isara 4. Einfach um euch mal so einen Überblick zu geben, wie die ersten 114 Seiten aussehen. Also ich habe den Sinn und Zweck von Leuchtstift, glaube ich, gar nicht richtig verstanden. Weil einer meiner absoluten Lieblingsszenen überhaupt, da ist einfach alles angestrichen. Einfach alles. Da gibt es keinen einzigen Buchstaben, der nicht angestrichen ist. Und irgendwie ist das nicht der Sinn von Leuchtstiften, aber pssst. Also ihr wisst ja, wie die Ausgangslage am Anfang vom vierten Teil ist, weil ihr habt den dritten Teil gelesen. Und falls ihr den dritten Teil nicht gelesen habt, was habt ihr hier zu suchen? Also, wir kennen die Ausgangslage am Anfang vom vierten Teil. Auri ist am Ende vom dritten Teil gestorben. Und am Anfang vom vierten Teil ist sie jetzt in diesem Kreissaal sozusagen körperlos. Und ich finde auch einfach, wie das geschrieben wurde, ist einfach so gut. Zum Beispiel hier, dieses Wort ließ mich stocken. Vorhin waren da nur Bilder gewesen, Eindrücke. Aber jetzt trennt eine feine Linie die Bilder von meinen Gedanken. Woher kam dieses Wort auf einmal? Und dann die erste Szene, wo Ari sieht, ist so etwas, auf das ich mich so gefreut habe, weil ich habe es gehofft, dass es kommt. Und zwar so ein Machtspiel zwischen Lucy und Belle. Es ist nicht wirklich ein Machtspiel, also man hat nicht alles gesehen, aber es wurde so angedeutet. Und oh mein Gott. Und dann die nächste Szene, wo sie sieht, ist einfach wie die Leichen der Jäger verbrannt werden. Und dort ist zum einen Gideons und Lizzys Vater, also bis da, bis auf Seite 11, habe ich immer noch gehofft, dass der Großmeister noch lebt, weil man hat nie seine Leiche gesehen. Und ich habe schon in sehr vielen Büchern gelernt, glaube nicht an den Tod von einem Charakter, bevor man nicht die Leiche gesehen hat. Und auf dieser Seite wurden meine Hoffnungen einfach nur zerstört. Und eine andere Hoffnung, die ich auch hatte, wurde auch zerstört, und zwar ist Aaron wirklich tot. Ich hatte ja die Theorie, es war nicht wirklich eine Theorie. Es war einfach nur noch die verzweifelte Hoffnung von mir, dass Aaron nicht tot ist, aber er ist tot, weil bei einem Sarg direkt unter mir entdeckte ich ein Bild von Aaron. Es zeigte einen der seltenen Momente, in denen der zurückhaltende Jäger gelacht hat. Und dann zündet Lizzie einfach die Särge an oder ich bin einfach, das hat mir einfach das Herz gebrochen. Und
dann sieht sie, wie Lucia und Mara aufeinandertreffen. Und dann wird einem klar, wie sehr Lucia eigentlich gerade den Verstand verliert und dass er Mara gar nicht umbringen kann. Weil wenn er Mara umbringt, dann nimmt er ja ihre Essenz auf und dann ist er endgültig ein Fall für die Klapse. Aber umgekehrt ist das auch so. Also wenn Mara Lucia umbringt, dann ist sie ein Fall für die Klapse. Also noch mehr als jetzt. Und in dieser Szene merkt Ari auch, was sie Lucia eigentlich damit angetan hat, dass sie ihm seine Seele gegeben hat. Weil eigentlich nur durch Isara ist er jetzt gerade am Durchdrehen. Und dann auf Seite 18 kommt die Szene, wo Tristan Ari direkt anguckt. Und da merkt man, er ist der Einzige, der sie sieht. Und schon als ich den Klappentext gelesen habe, niemand nimmt sie wahr. Niemand außer dem Mann, der sie getötet hat. Schon da habe ich gedacht, warum? Warum? Und dann kam diese Szene und ich habe mir gedacht, warum? Und dann kommt eine Szene, die hat mir einfach nur das Herz zerrissen. Und zwar sieht man Ryan in der Zuflucht hocken und wie er sich einfach betrinkt. Also er versucht, sich zu betrinken. Ich habe keine Ahnung, auf welcher Seite das ich bin, aber ich bin auf Position 227. Also, keine Ahnung, von 5000 irgendwas. Jetzt schon einfach nur ein heulendes Häufchen Elend. Und ich denke mir so, wie beschrieben wird, wie Lucia die Kontrolle verliert. Einfach wie beschrieben wird, wie Ryan da in der Zuflucht hockt und sich versucht zu betrinken, aber es funktioniert nicht. Und wie er dann einfach, Aaron ist wirklich tot. Und wie er dann ein Foto von Aaron anguckt und dann ruft Gideon an und... Ich bin ein heulendes Häufchen Elend. Sie hat den Rekord von Band 3 geknackt. Bei Band 3 habe ich, glaube ich, auf Seite 25 angefangen zu heulen. Ich glaube, das ist vor Seite 25. Ich habe keine Ahnung. Julia Tippel bricht mein Herz. Und dann sagt er zu einem Foto von sich und Aaron, du hast immer gesagt, ich würde es eines Tages bereuen, keinen Rausch mehr bekommen zu können. Du hattest recht, Kumpel. Die Stimme des tätowierten Jägers brach. Er warf die leere Flasche neben sich aufs Sofa, während sich seine Augen mit Tränen füllten. Und dann begann der früher so unerschütterliche Hühnerbitterlich zu weinen. Einfach zu lesen, wie Ryan zerbricht. Das ist einfach... Und das hab ich einfach nur zerrissen. Und dann ein Freund wie Ryan war sein Gewicht in Gold wert. Loyal, mutig, lustig. Er hatte mich aufgefangen, als es mir richtig mies gegangen war. Und jetzt konnte ich nicht für ihn da sein. Da war es vorbei. Da war es einfach vorbei. Und dann ruft Gideon an und dann sieht man, wie sehr Lucia eigentlich gerade die Welt zerstört. Also Lucia hat wirklich die Apokalypse ausgelöst und er zerstört wirklich die Welt. Überfüllte Krankenhäuser, Militär in den Städten, provisorische Lager, überforderte Politiker, verletzte Feuer, Rauch, Ruin, Gewalt, Panik. Die Welt brannte. Es ist auch einfach nur so dermaßen genial geschrieben. Und dann sieht sie noch einmal Lucia in dem zerstörten Patria. Und dann ist hier wieder eine Rückblende aus dem dritten Teil. Ich habe schon so viele Arten von Schmerzen erlebt und zugefügt, aber nie zuvor und niemals danach habe ich jemanden gesehen, der schlimmere Qualen gelitten hat als er, sagte Lucia leise. Eine zerstörte Primusbindung bricht nicht nur das Herz, sondern auch den Verstand und den Willen. Und dann denkt sich Ari, er konnte sich inzwischen erinnern an alles. Doch ich war nicht mehr da. Also ihr merkt, der Anfang von diesem Buch hat mich kaputt gemacht. Einfach nur kaputt gemacht. Das ist wieder ein Read with Me, weil ich sehr viel vorlese. Ich schrie um mein Leben. Ich schrie seinen Namen so oft, bis auch Lucia einen Schrei herausbrach. Wütend, hoffnungslos, gebrochen. Wie das Brüllen eines tödlich verletzten Löwen. Und dann sieht sie die Szene bei Belle in seinem Anwesen mit der Party. Und dann kommt Victorious und Victorious und Belle zusammen. Das ist so eine Konstellation. Ich liebe es einfach. Belle hat Victorious dorthin beordert, weil Belle hat einen Auftrag für ihn und zwar soll Victorious Lucia einen Brief bringen. Und als ich diesen Brief gelesen habe, es war vorbei, Aber das kommt später noch. Zuerst erfährt man noch, dass Lucia Tymion sein Herz gegeben hat und er Tymion gesagt hat, sobald Lucia die Kontrolle verliert, soll er ihn umbringen. Und ich denke mir so, Alter. Und dann schafft es Ari, in einen Körper reinzukommen, weil sie ist ja jetzt ein kompletter Primus und Primus können das machen. Und dann kommt die Szene, wo beschrieben wird, wie sie zum Brachion gemacht wird. Und das ist so gut. Meine Essenz verband sich mit Muskeln, Knochen und Blut. Jede einzelne Zelle gehörte mir und schließlich begann mein Herz zu schlagen. Dann bohrten sich kalte Finger in meine Brust und rissen es mir heraus.
Es ist einfach so gut geschrieben. Und dann kommt der Brief. Ich werde euch jetzt nicht den ganzen Brief vorlesen, weil das würde eindeutig den Rahmen sprengen. Aber einfach dieser Brief. Lieber Lucian, du hast mich nie um meine Seele gebeten und gerade deswegen werde sie ich dir schenken. Ich vermisse jetzt schon jeden Moment mit dir, den ich nicht mehr erleben darf. Und gleichzeitig bin ich unendlich dankbar für all die wundervollen Augenblicke, die du mir geschenkt hast. Ich bereue nichts. Schon gar nicht, dass du in mein Leben getreten bist. Wehe, du gibst dir die Schuld für irgendwas. Okay, jetzt lese ich den Brief trotzdem vor. Ich mach das jetzt nicht. Oh mein Gott, der Schluss. Bitte gib dich nicht auf. Ich werde immer bei dir sein. Nur ein Gedanken entfernt. Und über dich wachen, wo auch immer ich gerade bin. In ewiger Liebe und der Hoffnung, dass du zwischen den Zeilen liest, was ich nicht in Worte fassen kann. Army, die deine. Das sind gerade so viele Insider zwischen Army und Lucia drin. Und ich habe einfach nur geheult. Und dann kommt die Szene, Audrey ist gerade in Lucias Geist. Das heißt, Lucia sollte sie eigentlich wahrnehmen und er tut es auch. Aber er denkt, er bildet sich das ein und er sagt Audrey dann, verschwinde, lass mich endlich in Ruhe. Dann kommt die Szene, wo Audrey aufwacht. Sie wacht auf und das erste, was sie hört, ist das. Da bist du ja. Das Gesicht lächelte, aber das Lächeln konnte weder die Traurigkeit aus den großen grauen Augen vertreiben, noch den harten Zug ihrer Bedrohlichkeit nehmen. Willkommen zurück, Ari, sagte Tristan. Da, zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, was ich von Tristan halten soll. Ich sage jetzt nicht, wie das am Ende von diesem Buch ist, aber Tristan war die ganze Reihe für mich einfach immer so mein Sorgenkind, weil er hat manchmal Dinge getan, wo ich mir gedacht habe, okay, ich kann dich nicht ausstehen. Dann hat er wieder Dinge getan, wo ich gedacht habe, okay, ich finde dich irgendwie toll. Und ja, er war die ganze Reihe lang mein Sorgenkind. Und zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, was ich von ihm halten soll. Und dann sagt Ari, ich bring dich um. Und er sagt mir also wieder ganz die Alte. Und dann sieht Ari einen anderen Primus. Und dieser Primus hat was in den Händen. In der anderen Hand hielt er jedoch etwas, das mich in blankes Grauen versetzte. Es war ein blutiges Etwas. Ein menschliches Herz. Mein Herz. Oh mein Gott! Und dann fragt sie, in wessen Körper bin ich? Und Tristan sagt, ich hätte dir nie einen anderen Körper gegeben als deinen eigenen, raunte er mir zu. Und dann kommt einfach heraus, dass Armin nicht mal in Ruhe gelassen wird, wenn sie tot ist. Also auf ihren Körper wurde auch wieder sozusagen Kopfgeld gesetzt, weil Lucia ist ja gerade am Ausrasten und sehr viele Leute wollten Lucia halt eins auswischen oder ihn noch mehr zerstören, indem sie Aris Körper in Besitz nehmen und sich dann als Ari ausgeben. Und ich denke mir einfach so, wie krank sind diese Leute, Mann. Die können Ari nicht mal in Ruhe lassen, wenn sie anscheinend tot ist. Sie kann nicht mal in Ruhe anscheinend tot sein. Und Tristan war halt der Erste, der ihren Körper in die Finger bekommen hat und er hat sie dann wieder zurückgebracht, weil er war ja der Einzige, der wusste, dass sie noch lebt. Und dann möchte Ari gehen und Tristan lässt sie auch gehen, aber ohne ihr Herz. Also er behält ihr Herz. Und dann sagt Ari Tristan, dass er jetzt sicher mit ihrem Herz sofort zu Mara rennen wird und so. Und in dem Moment hat mir Tristan einfach leid getan, weil Tristan ist eigentlich einfach ein Charakter, der einfach nur geliebt werden will, aber er wird einfach nicht geliebt. Er hatte noch nie jemand, der ihn wirklich bedingungslos geliebt hat. Thanatos hat ihn nicht geliebt, Mara liebt ihn jetzt nicht, Ari liebt ihn nicht so, wie er es verdient hätte oder wie er es sich wünscht. Also er hatte eigentlich immer mit Leuten oder Wesen zu tun, die ihn nicht bedingungslos geliebt haben. Er hat noch nie bedingungslose Liebe gespürt. Und das ist einfach das Einzige, was er will. Er hat am Anfang so gehandelt, dass Thanatos zufrieden mit ihm ist. Dann hat er gehandelt, damit Mara zufrieden mit ihm ist. Und jetzt hat er gemerkt, dass Mara eine Bitch ist. Und jetzt ist er einfach nur am Boden zerstört und ich habe so Mitleid mit ihm. Und auch wie immer seine Augen beschrieben werden. Seine traurigen, grauen Augen. Voller Schmerz und Trauer. Und ich könnte einfach jedes Mal heulen, wenn Tristan erwähnt wird. Und dann hat Tristan auch seine Mauer gesenkt. Ich schmeckte die herbe Schärfe seiner Enttäuschung, aber da war noch mehr. Zweifel, Selbsthass, Eifersucht, Liebe. Er will einfach nur geliebt werden und niemand liebt ihn. Und dann ist Ari auf dem Weg ans Festland, weil sie ist mitten im Meer. Und dann merkt sie, dass sie keine einzige der Nummern auswendig kann. Und was ich an diesem Buch so liebe, sind einfach so die verschiedenen Reaktionen darauf, dass Ari nicht tot ist. Weil am Anfang, ganz am Anfang, ruft sie jetzt Noah an. Und Noah arbeitet ja im Levante. Und seine Reaktion war, solltest du nicht eigentlich tot sein? Ja, so würde ich auch reagieren, wenn mich jemand anrufen würde, der eigentlich tot sein sollte. Und dann fragt er halt, wofür hat Tymini damals durch mich seinen Dank ausrichten lassen? Gänseblümchen? Oh, das wird ganz schön für Werbesorgen.
Und auf dieser Seite hat man auch erfahren, dass Belial einen Nachnamen hat. Er heißt Belial Bethys. Bethys? Bethys? Ich weiß es nicht. Und dann ruft sie Bell an. Und Bell sagt, wenn das ein Scherz sein soll, dann ist das ein sehr schlechter. Unterbrach mich Bell mit einem Tonfall, der nur so vor Schärfe strotzte. Wer auch immer du bist, ich gebe dir einen guten Rat, und zwar nur einmal. Zieh dich aus diesem Körper zurück, sonst finde ich dich und lasse dich mehr leiden, als es jeder brauchen könnte. Und dann ruft sie halt nochmal an. Du bist wohl sehr schwer vom Begriff und lebensmüde noch dazu. Eine zweite Warnung bekommst du nicht, wenn. Und dann kommt Ari. Halt endlich die Klappe, Bell, sonst werde ich den Rest meines nagelneuen unsterblichen Lebens dazu verwenden, jeden deiner überteuerten Anzüge zu ruinieren, indem ich dich aufspieße und angucke, wann immer wir uns über den Weg laufen. Ich liebe Ari. Und dann fragt er, was er bei ihrer ersten Begegnung angehabt hat. Und dann sagt Ari einen Anzug, aber die Flammenshorts waren nur eine Illusion. Und dann einfach Bell. Ach du Scheiße. Und dann kommt Bells Schwester, vor der jeder Angst hat und die sie eigentlich nie hätten kennenlernen sollen. Und sie ist im Körper von, glaube ich, irgendwie einer 17-Jährigen mit zwei Zöpfchen. Und sie sieht eigentlich sehr harmlos aus. Und sie ist mit Nersen zusammen. Und Nersen ist ja diese Dumpfbacke, die man, glaube ich, im dritten Teil kennenlernt. Und einfach diese Szene, wie diese zwei uralten Primos sich einfach wirklich wie trotzige Teenager aufführen. Und dann wollen sie Bell hintergehen und dann taucht Bell auf und er fragt, wie darf ich das wohl interpretieren, Schwester Herz? Und dann kommt die Umarmung zwischen Bell und Ari. Und da spürt man einfach, egal wie oft sie sagen, dass sie keine Freunde sind, sie sind Freunde fürs Leben. In dieser Szene merkt man es, weil Bell umarmt Ari und es ist einfach so eine wunderschöne Szene und ich liebe diese Szene. Da muss Bell dafür sorgen, dass sie beschworen wird und dafür muss er das Primuszeichen von Ari kennen und ja, Ari hat nur so ein Spitalnachthemd an und deshalb müsste sie das eigentlich ausziehen und bla 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 bla. Und wir kennen ja alle Bell. Und dann sagt Bell etwas, das hätte er früher nie gesagt. Und zwar hat er so Selbstzweifel. Und dann sagt Ari, stopp. Ich will jetzt sofort den alten Bell zurück, der sich nicht in abstrusen Selbstvorwürfen ertränkt, sondern Lösungen findet. Sollte er also noch irgendwo da drin stecken, dann richte ihm bitte aus, dass ich ihn brauche und selbst als seine, all seine unangebrachten Kommentare in Kauf nehmen würde, solange mir endlich hilft, Lucia zu finden und diese Hexenkönigin in den Arsch zu treten. Und dann gehen sie zu Ryan. Und Ryans Reaktion war so, ich bring dich um. Also er will Bell umbringen, weil er hat das Gefühl, dass Bell halt jemand anderen in Aris Körper gelassen hat. Und er glaubt ihr nicht. Er glaubt ihr so lange nicht, bis sie ihm sagt, dass er bei Bridget Jones geheult hat mit Schlosshund. Und dann kommt so eine typische Ryan-Umarmung. Es gab schon ein paar typische Ryan-Umarmungen in der ganzen Reihe, aber das war eine der schönsten Ryan-Umarmungen, von denen ich je gelesen habe. Weil er nimmt Ari einfach in die Arme und will sie nicht mehr loslassen. Und das war so schön. Und dann kommt die Szene, wo man erfährt, dass Toby zu Mara übergelaufen ist. Und das wurde einfach so erzählt. Also das wird man übers Wetter reden. Und ich habe mir so gedacht, warum geht da niemand weiter rauf ein? Ich weiß nicht, wie dieses Read With Me ablaufen wird. Ich weiß es wirklich nicht. Aber jetzt, ich bin gerade an der Stelle. Ich bin gerade bei der Stelle, wo rauskommt, dass Toby zu Mara übergelaufen ist. Toby! Was soll das? Und es wird einfach nicht weiter darauf eingegangen. Das wird einfach so nebenbei erwähnt. Ja, Tobi ist zu Mara übergelaufen. Und ich denke mir so, Alter, das ist doch keine Sache, die man so nebenbei erwähnt. Und Ari ist auch wieder auf Bell getroffen. Und es war so schön. Und Ryan ist so... Es ist einfach alles so schön. Und wieso wird nicht weiter darauf eingegangen, dass Tobi übergelaufen ist zu Mara? Warum? Warum, Tobi? Ich glaube das nicht. Also bisher ist es ein Meisterwerk, wie ich es nicht anders erwartet habe. Julia Dippe kriegt es hin, dass ich in einem Moment glücklich bin und im anderen Moment wieder traurig und dann wieder glücklich. Und dann bin ich beides gleichzeitig und es ist so dermaßen genial. Und dann kommt Victorious. Und Victorious glaubt es zuerst nicht. Sag mir bitte nicht, dass ihr meinem leicht labilen Meister Dida als Ari verkaufen wollt. Dida hat eine stetig sinkende Laune. Abgesehen davon freue ich mich auch, dich wiederzusehen, Vic. Wow, das war wirklich überzeugend. Habt ihr mit ihr geübt? Und als er dann endlich schnallt, dass das wirklich Ari ist, er ist so süß.
Er geht dann auf die Rückbank beim Auto und knuddelt sie einfach mal so richtig durch. Und ich möchte auch mal von Victorious so richtig durchgeknuddelt werden. Einfach Victorious, ist einfach so süß. Und dann, ach, meine allerliebsten Zuckerwürfelchen, ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ihr gerade die dunklen Wolken meiner Gedanken hinweggefegt und sie mit wärmenden Hoffnungsstrahlen ersetzt habt. Ich liebe Victorious und seine poetischen Ergüsse. Und dann einfach beleidigst du gerade meine Intelligenz. Belzebübchen. Er ist auch der Einzige, der so mit Belle reden kann, ohne dass Belle ausrastet. Okay, Ari kann auch noch recht respektlos mit ihm reden. Und dann wird so ein bisschen angeteasert, dass noch so andere Charaktere vorkommen. Und dann spazieren Belle und Ari um die Schule rum und dann sagt Belle, du bist in seinen Armen gestorben, Ari. Er wird jeden hinterfragen, der etwas anderes behauptet. Das würde ich auch. Und dann kommen Lizzie und Gideon. Lizzie und Gideon! Ich sag nur Lizzie und Gideon. Einfach wie Lizzie reagiert hat, wie sie einfach auf Ari zugerannt ist und gesagt hat, ich pfeife auf Tests und schwöre, ich erkenne meine beste Freundin, wenn ich sie sehe, und dann einfach Gideon und ich liebe es. Ich liebe es. Und dann wieder Victorious. Victorious ist und bleibt einfach eine lebende Legende. Und ich liebe Belle und ich liebe es, wie man spürt, dass zwischen Belle und Ari jetzt wirklich eine Freundschaft ist. Und einfach von Gideon. Es sind fast alle wieder da. Okay, Aaron wird nicht mehr kommen, weil Aaron ist tot. Aaron ist wirklich tot. Ich könnte schon wieder anfangen zu heulen. Aber Ryan war da. Belle. Victorious. Elias nicht. Lizzie. Gideon. Und jetzt fehlen noch Elias. Jimmy. Mel. Und Tobi. Aber Tobi ist ja anscheinend übergelaufen. Ich sag's euch. Wenn Tobi am Ende nicht wieder in dieser Gruppe drin ist, ich schreie. Ich werde heulend da. Nein, da ist mein Stuhl. Da hinten. Auf meinem Sessel hocken und einfach mit der Welt nicht mehr klarkommen. Und natürlich Lucia. Lucia, oh mein Gott, ich bin so gespannt, wie das ablaufen wird. Lucia und Ari. Weil hat niemanden an sich rangelassen. Und ich bin so gespannt, ob er akzeptiert, dass Ari jetzt lebt, dass er es versteht. Ich liebe dieses Buch. Und Ben und seine Banane. Ich liebe Ben und seine Banane. Ich bin jetzt bei Position 1024 von 5566. Ich habe schon 18% von diesem Buch, ich habe schon ein Fünftel von diesem Buch gelesen. Also ich bin ungefähr bei Seite 100, oder? Ich habe jetzt einfach mal so 100 Seiten gesuchtet. Das fühlt sich nicht an wie 100 Seiten. Das fühlt sich nicht an wie 100 Seiten, das fühlt sich gerade mal an wie 30. Ich sag's euch, dieses Buch ist wieder viel zu schnell vorbei. Es ist einfach wieder viel zu schnell vorbei. Und dann einfach Gideon, hey Schwesterherz, darf ich auch mal? Aber er wartet gar nichts, sondern umarmt einfach beide. Also zuerst wird mir am Anfang von diesem Buch das Herz gebrochen. Und dann wird's mir wieder zusammengesetzt, weil die Charaktere wieder aufeinandertreffen. Und dann ist es einfach toll. Dann gehen sie in die Mensa-Küche. Und dann kommen die Charaktere. Es waren drei junge Männer, beziehungsweise drei alte Primos in jungen Männerkörpern. Alle drei hatten sichtbar schlechte Laune, die bei Bells Anblick noch weiter sank und ihren Tiefpunkt erreichte, als sie ihre Mitbeschworenen entdeckten. Wer ist gerade vorgekommen? Nicht nur Elias ist gekommen, auch die zwei anderen Brüder von Lucia sind gekommen. Und einer davon treibt mich jetzt schon in den Wahnsinn. Und zwar Alexian. Alexian, er hat gesagt, es gab mal eine Zeit, da haben mein kleiner Bruder und ich uns alles geteilt. Was? Und dann kommt Elias, lass die Finger von ihr, warnte Alexian. Sonst was? Sonst werde ich das nächste Mal nicht dazwischen gehen. Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Oh mein Gott. Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir die anderen Brüder noch kennenlernen. Und oh mein Gott, ich freue mich so. Ich bin, glaube ich, kurz davor, dass Ari und Lucia sich wieder treffen. Ich glaube, ich werde heulen. Entweder aus Trauer oder aus Freude. Aber dass ich heulen werde, das ist ein Fakt. Und dann trifft Ari auch auf Elias und das ist so richtig verkrampft. Also als ich das zum ersten Mal gelesen habe, ich habe so gedacht, warum? Warum ist das so dermaßen verkrampft? Weil Elias zerpflückt einfach mal Aris Gefühle und Emotionen und so. Und ich denke mir so, okay, du hättest sie auch einfach fragen können. Und dann kommt so eine Szene, das ist einfach so eine typische Geschwisternliebe-Hass-Szene. Ach komm schon, Lex, kannst du nicht eins und eins zusammenzählen? Nein, kann ich nicht, aber vielleicht willst du mich ja aufklären, Klugscheißer. Jetzt hört schon auf. Ich kann über gewisse Differenzen und Defizite hinwegsehen, wenn es um das Wohl der Familie geht, sagte der Lieblingssohn. Ach, halt doch den Mund, Konstantin. Ja, das sind die anderen zwei Brüder von Lucia. Dann geht der Alarm los und dann gehen sie durch ein Prisma-Portal nach Patria und dann treffen sie
auf Lucia. Und einfach wie sein Auftauchen beschrieben wird, ein Sturm zog auf und er trug Lucias Namen. Und einfach wie Belle sagt, das müssen wir nicht, er hat uns gefunden. Und dann wird einfach beschrieben, wie dermaßen mächtig Lucia ist und wie sehr er darunter leidet. Und ich habe mit Lucia und Ari mitgelitten. Und einfach, wie er einfach Patria zerstört hat und wie er jetzt gerade dabei ist, die ganze Truppe zu zerstören. Und er sagt dann so, was habt ihr getan? Weil er glaubt nicht, dass Ari lebt. Und dann kommt wieder so eine Geschwister-Szene. Hey, Luz, donnerte Alexia genervt. Komm mal runter, wenn ich schon draufgehen muss, dann um Himmels Willen nicht im Kreise der Familie. Glaubst du, ich habe große Lust, neben Lex und Elias zu krepieren? Blaffte Konstantin, während er unter dem Ansturm der Energie auf die Knie ging. Und dann, was ich an dieser Szene einfach an der ganzen Reihe so liebe, ist einfach, wie Julia Dippe die Gerüche beschreibt. Die Luft war noch immer von Lucias Sommersturm erfüllt, nur nahm ich jetzt auch ganz deutlich feine Spuren von Schokolade und Granatapfel, von glitzernden Sonnenstrahlen auf einem Fluss, von eisigen Stromschnellen und einem nächtlichen Gebirgssee war. Belle und die Onkelbrüder redeten miteinander und ich bin einfach wie die Gerüche beschrieben werden und man trotzdem genau weiß, wer das jetzt ist und so. Und ich lieb's einfach. Und dann versucht Ari mit Lucia zu reden und Lucia zerpflückt Ari einfach bis ins kleinste Detail. Also er liest ihre Gedanken, er liest ihre Erinnerungen und er tut ihr wirklich weh. Und er sagt dann den anderen, geht. Sie nicht. Und dann sind die zwei alleine und er kommt einfach, fällt vor ihr auf die Knie und sagt, ist das real? Und sie sagt, es ist real. Hab ich's nicht gesagt. Die Lichtverhältnisse sind wieder mal richtig dumm. Okay, ich muss kurz vorlesen. Jetzt fängt das wieder an, ne? Also beugte ich mich vor und hauchte ihm einen zärtlichen Kuss auf die Lippen. Seine Wärme war alles, was ich je gewollt hatte. Das war mein Lucia. Mit all seinen Erinnerungen, mein Herz, meine Seele, mein Leben. Er war so verloren und ich wollte nichts mehr, als das Licht zu sein, das ihn durch die dunkle Nacht nach Hause führte. Ich löste meine Lippen und zog ihn so eng an mich, dass sich unsere Herzschläge fühlen konnten. Jetzt hielt ich meine ganze Welt in den Armen. Okay. Jeder seiner bebenden Atemzüge brachte mich ihm näher, bewies seine Stärke und seine Zerbrechlichkeit. Ich wusste, dass nur ich all die blutenden Wunden heilen konnte, unter denen sein Geist litt. Und ich würde es mit so viel Geduld und Hingabe tun, dass aus der Erinnerung an einen Albtraum nichts mehr zurückblieb. Oh mein Gott! Meine Brille beschlägt. Oh Gott. Wie kann Julia Dippe mich gleichzeitig so glücklich und so fertig machen? Und da kommt eine meiner absoluten Lieblingsszenen und ich zeige euch jetzt mal, was passiert, wenn ich eine meiner absoluten Lieblingsszenen lese. Ich verliere den Sinn von Leuchtstiften. Also, ja. Und sie sagen dann auch, ich bin da, Lucia. Du bist nicht mehr alleine. Er sog Luft in seine Lungen, als würde er zum ersten Mal seit viel zu langer Zeit frei atmen können. Mein Akku blinkt, ich muss vorwärts machen. Und dann denkt sie, ich hätte ihm stundenlang dabei zusehen können. Und er sagt, tu's. Schon da habe ich gedacht, oh mein Gott, kann Lucia jetzt Gedanken lesen? Und dann erklärt er, dass die Zeit in Patria jetzt andersrum funktioniert. Also, dass die Zeit in Patria länger ist als in der Menschenwelt. Und Ari denkt sich dann, er hatte den Zeitfluss von Patria geändert. Großer Gott, das hieß, er hat hier Ewigkeiten in seinen Qualen ausgeharrt. Warum nur? Warum würde sich irgendjemandem so etwas antun? Weil ich Zeit gebraucht habe, mit all dem fertig zu werden. Und ja, ich kann deine Gedanken lesen. Und sie kann seine Gefühle lesen. Und ich liebe es einfach, ich liebe es einfach. Und dann küssen sie sich. Und das war so eine Szene, als ich die zum ersten Mal gelesen habe. Ich habe so gedacht, oh mein Gott. Weil Julia Dippe beschreibt diese Szene irgendwie detaillierter als in den ersten drei Teilen. Und es wird halt auch einfach auf die Kräfte von den beiden eingegangen. Und es ist einfach so gut geschrieben. Und ich saß wirklich so da und habe gedacht, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und dieses Primuszeichen, ne? Dieses Primuszeichen. Oh. Wenn Lucia ihr Primuszeichen anfasst oder sie sein Primuszeichen. Huhuhu. Und dann kam der Schmerz. Und dann sagt Lucia, ich kann es nicht kontrollieren, Kleines. Und das war das erste Mal, wo er im vierten Teil sie Kleines genannt hat. Und ich bin ausgerastet. Ich bin immer nur ausgerastet. Wer grinst wie ein Honigkuchenpferd? Weil eine gewisse Person
Person zu einer anderen gewissen Person Kleines gesagt hat. Ich liebe diese Szene. Ich werde diese Szene bestimmt noch, keine Ahnung, 43 Mal lesen. Bei dieser Szene. Sie ist so verdammt gut geschrieben und ich fühle einfach mit und ich freue mich mit und ich leide mit und es ist so. Es ist so genial. Es ist so genial. Es ist so genial. Es hat so viel Kleines gesagt. Und dann erklärt er, dass ihre Seele zwar in ihm ist, aber sie merkt, dass sie nicht zu ihm gehört und eigentlich zu Ari zurück möchte. Und das kann Lucia nicht zulassen, weil das würde Ari zerstören. Und er möchte wieder so die Kontrolle erlangen, aber sie denkt die ganze Zeit daran, wie sie sich geküsst haben und so die Gefühle und so. Und dann fleht er sie an, dass sie an etwas anderes denkt und dann kommt weißes Pony auf einer grünen Wiese und er sagt, ich liebe dieses Pony. Weißes Pony auf grüner Wiese. Lucy hat seine Kraft nicht mehr unter Kontrolle, weil er kann Arianas Gedanken lesen und Ari spürt seine Gefühle und ja. Und er hat seine Kraft nicht mehr unter Kontrolle und er bittet Ari, an etwas anderes zu denken. Und dann denkt sie an das weiße Pony auf grüner Wiese. Ich liebe dieses Pony. Und ich habe schon 22%, das heißt, ich habe schon fast ein Viertel von diesem Buch gelesen. Dieses Buch lässt mich wirklich die Zeit vergessen. Es ist so dermaßen genial. Ja, der Akku hat den Geist aufgegeben. Wo war ich denn jetzt? Ich glaube, ich wollte gerade was vorlesen, was Ari gedacht hat. Mein Kosename aus seinem Mund zu hören, so echt, so bekümmert, so voller Liebe, zerriss mir das Herz. Ich wusste, wie es sich anfühlte, die eigene Trauer so lange unter Kontrolle zu halten, dass es unmöglich schien, sie loszulassen. Einfach diese ganze Szene. Diese Szene, wie Ari auf Lucia trifft, darauf warte ich nicht nur, seit ich Band 3 beendet habe. Darauf warte ich, seit ich Band 2 beendet habe. Schon in Band 3 habe ich auf so eine Szene gehofft, wie sie aufeinandertreffen und dann einfach sehen, dass sie jeweils andere noch am Leben ist. In Band 3 gab es nicht so eine Szene. Das heißt, ich warte schon sehr lange auf diese Szene. Als ich diese Szene gelesen habe, ich war einfach nur so, oh mein Gott, oh mein Gott, ich liebe dieses Buch. Aber so gut. Es ist wieder soweit. Sarah sitzt wieder auf ihrem Schreibtisch. Ich hocke auf meinem Schreibtisch, weil hier vorne ist der einzige Platz in meinem Zimmer, wo noch das Licht so ist, weil dort hinten ist es nicht mehr so. Deshalb hocke ich jetzt hier, weil ich rede wieder über Isara. Natürlich ist es ein Read With Me zu Isara 4. Das letzte Mal, als ich was gesagt habe, war ich auf Seite 114 und jetzt bin ich auf Seite 234. Verglichen mit meinem Read With Me zu Rebellion ist mein Update-Rhythmus in diesem Buch eigentlich sehr gut. Das sind nur 120 Seiten, also ja. Das letzte Mal, als ich was gesagt habe, waren wir gerade bei der Stelle, wo Ari und Lucia wieder zum ersten Mal, seit Ari anscheinend tot war, aufeinander getroffen sind und jetzt wollen sie wieder zurück. Und dann stehen sie halt da. Auf der einen Seite Gideon, Bell, Lizzie, Alexian und Konstantin, ich glaube, das sind alle. Und auf der anderen Seite so die Jäger. Und Lucia und Ari erscheinen einfach mittendrin. Und dann, wie Ari halt ist, so tada! Und dann fragt Ari so Bell, ja, wie ist denn jetzt der Plan? Und Bell sagt so, ja, mein Plan endet eigentlich genau hier. Und dann kommt eine meiner Lieblingsszenen, weil dann kommt so der Anführer von der Garde, also der Nachfolger von Gideon. Und ich bin da ganz Aris Meinung. Schon allein das macht ihn mir einfach nur unsympathisch. Ich liebe Bell! Hinter mir begann Bell zu lachen. Er kriegte sich gar nicht mehr ein. Ich möchte deiner epischen Ansprache ja wirklich nicht die Dramatik nehmen, sagte er mit Tränen in den Augen. Aber ich bin leicht verwirrt. Deshalb gestatte mir eine kurze Frage. Hast du eigentlich die geringste Ahnung, mit wem du es zu tun hast? Selbst wenn du der Teufel persönlich wärst, würden wir es mit dir aufnehmen. Er sah mich sprachlos an, sah den Jäger an, holte mehrfach Luft, schien aber angesichts einer solch demonstrativen Dummheit wirklich keine Worte zu finden. Einer der Jäger beugte sich zu seinem Anführer und flüsterte, er ist der Teufel, Sir. Danke, rief Bell und wandte sich dann mit einem Kopfschütteln an den Rest der Phalanxjäger. Kann mir bitte jemand erklären, wie dieser armselige Pappschädel euer Anführer werden kann? Ich liebe Bell, ich liebe ihn, ich liebe ihn. Er ist eine lebende Legende. Ich liebe ihn einfach. Ja, ich liebe Bell. Oh mein Gott. Und dann kommt der Vampir-slash-Hexenangriff. Und das, oh mein Gott, oh mein Gott. Weil die Phalanx, ich mach so, weil das ist für mich nicht die richtige Phalanx, hat so ein Abkommen mit Mara.
Und die haben Maras Leute geholt, als sie gespürt haben, dass halt Lucia und Ari und Co. und so da sind. Die haben Maras Leute geholt. Schon allein dafür haben sie den Orden der Dummheit verdient. Und dann ist auch der Anführer total überfordert. Wieso greifen sie uns an, stammelte er. Weil Mara ein Miststück und das Karma meine Bitches, informierte Bell mit einem genervten Augenrollen. Ich liebe ihn. Und dann gehen sie raus und dann sieht man, wie sehr sich Lizzie verändert hat. Weil Lizzie ist jetzt eine Jägerin und Lizzie hat, glaube ich, auch ein paar Siegel und Lizzie ist einfach Kicker. Also die liebe Lizzie. Ich habe Lizzie vorhin schon geliebt, aber einfach die Entwicklung im vierten Teil ist einfach nochmal so, oh mein Gott. Oh mein Gott. Und dann erklärt Lucia Ari so, dass er sie dazu bringen kann, das Prisma-Portal schließen zu wollen. Und dann denkt sich so Ari, im Moment war seine Macht so präzise wie ein Hurricane. Sehr präzise. Und dann geht Lucia so ein bisschen vor. Aber er lässt so ein paar Vampire an sich vorbeigehen, so für Ari. Und sie ist sich nicht ganz sicher, ob sie diesen Macho-Gehabe jetzt gut finden soll oder nicht. Und dann kommt eine Szene. Sie beobachtet dann so Lucia. Und sie merkt, dass Lucia im Kampf abschalten kann, dass der Schmerz bei Lucia weniger wird, wenn er kämpfen kann. Und dann. Man hätte meinen können, dass meine Faszination nachlassen würde, da ich nun selbst wusste, wie man kämpfte. Doch das Gegenteil war der Fall. Erst jetzt begann ich wirklich zu verstehen, wie gut Lucia tatsächlich war. Und das macht ihn gerade unglaublich sexy. Nicht, dass es irgendwas an Lucia gab, das nicht unglaublich sexy war. Ich stimme zu, aber aus Gründen, die ich nicht verstand, keimten hier und jetzt in mir Besitzansprüche in einer Heftigkeit auf, die mich selbst verblüfften. Es war, als würde der Dämon in mir ein Eigenleben entwickeln. Dieser Mann gehörte mir. Mir allein. Ich würde ihn nicht teilen und niemals zulassen, dass ihm irgendjemanden Schaden zufügte. Und wenn all das hier vorbei war, würde ich ihn nie wieder aus meinem Bett rauslassen. Und ich habe das so gelesen und gedacht, oh mein Gott. Also beim ersten Mal lesen habe ich das gedacht und beim zweiten Mal lesen habe ich das gedacht. Und jedes Mal, wenn ich das lese, denke ich mir so, oh mein Gott, Ari, ich verstehe dich. Und dann guckt Lucia sie an, weil er hat ihre Gedanken gelesen und ihre Gedanken sind nicht gerade unspezifisch. Und dann küsst er sie einfach mitten auf dem Schlachtfeld. Und er sagt zu den Gedanken, selbst schuld, wenn du solche Sachen denkst, Kleines. Und oh mein Gott. Um sie herum kratzen einfach Vampire ab und es werden Wesen geköpft und so. Und die stehen einfach in der Mitte und genießen ihr Leben. Und oh mein Gott. Ich lieb's einfach. Das ist auch eine meiner Lieblingsszenen. Ich werde noch sehr oft sagen, das ist eine meiner Lieblingsszenen, weil es gibt sehr viele Lieblingsszenen in diesem Buch. Diese Szene, als sie gegen Vampire und Hexen und Brachion kämpfen müssen und Ari Lucia da beim Kämpfen zuschaut und also Besitzansprüche hat und dann Lucia sie küsst und dann, oh mein Gott, diese Szene ist so dermaßen gut geschrieben. Sie ist so genial geschrieben wie das ganze Buch bisher. Und ich bin schon bei 25%, ich habe schon ein Viertel des Buches gelesen. Und was ich so irgendwie witzig finde, wenn ich meine Theorien mit dem tatsächlichen Buch jetzt vergleiche, ich habe viel zu weit nachgedacht, wie sie Ari zurückholen. Viel zu weit. Und ich lieb's, wie sie es gemacht haben, weil, das heißt, es gibt mehr Ari und Lucia Momente und oh mein Gott, dieser Moment da, ne? Dann kommt etwas, das hätte man so im ersten Teil nie erwartet und das ist auch eine Entwicklung, die Lucia durchgemacht hat, die ich einfach nur so liebe. Willst du mich weiter in Worte packen oder lässt du mich helfen, erkundigte ich mich bei Lucia. Auch das, diese Gedankengespräche da und dass er ihre Gedanken lest. Ich lieb's. Ich fühlte seine Belustigung, aber auch seine Sorge. Nach dir, meinte er und gewährte mir mit einem Zwinkern den Vortritt. Okay. Ich liebe sie. Ich liebe dieses Buch. Das hätte Lucia im ersten Teil nie getan. Lucia im zweiten Teil hätte das auch nie getan. Lucia im dritten Teil hat das aus falschen Gründen getan, weil er halt Ari nicht wirklich gekannt hat. Und jetzt hat er all seine Erinnerungen. Er weiß wieder alles. Und er traut Ari endlich genug zu, um sie mitmischen zu lassen. Und ich liebe diese Entwicklung. Ich liebe es einfach. Man merkt, dass er sich immer noch Sorgen macht und dass er es nicht wirklich gerne sieht, wenn sie sich in Gefahr bringt. Das ist ja eigentlich normal bei einem geliebten Menschen. Aber er lässt sie machen. Er traut ihr endlich genug zu, dass sie das hinkriegt. Und oh mein Gott. Und dann merkt Ari, dass Lucia gar keine Brachion tötet. Und das hat den Grund, dass er keine Brachion töten darf. Weil er ist jetzt schon kurz davor, ein Fall für die Klapse zu werden. Und wenn er jetzt noch mehr Brachion tötet, dann kriegt er ja noch mehr Macht. Und das würde ihn endgültig in den Wahnsinn treiben. Und Ari ist die einzige von dieser ganzen Truppe, die dem Brachion was entgegenzusetzen hat. Und sie,
Oh, ich liebe Ari. Und dann hauen die restlichen Vampire und Hexen wieder ab. Und dann kommt die Szene mit der Mutter. Als ich das gelesen habe, ich musste das zweimal lesen, um wirklich zu akzeptieren, dass ihre Mutter jetzt gerade gesagt hat, dass Ari nicht ihre Tochter ist. Dass Ari ein Monster ist. Dass Ari einer von denen ist. Und dass sie jetzt keine Tochter mehr hat. Und ich habe mir so gedacht, oh mein Gott. Das ist wieder so eine Herzschmerzszene. Und dann kommt eine Szene. Lizzie ist einfach so dermaßen genial. Der Moment, wenn man merkt, wie sehr sich Lizzie verändert hat. Und ich liebe es, wie sie einfach hier diese Ansprache gehalten hat, was sie alles für die Menschheit und die Phalanx gemacht haben. Von mir aus könnt ihr euch weiterhin hier verkriechen, aber wagt es nicht, euch dann noch Phalanx zu nennen. Und dann einfach geht ihr am Schluss, wir sind die Phalanx. Oh mein Gott. Es ist so genial und so episch. Und wie dermaßen mächtig Lucia ist. Wie dermaßen mächtig dieser Typ ist. Wow. Ich liebe einfach die ganze Charakterentwicklung von diesen Charakteren. Ich liebe einfach, wie sie zusammenspielen, wie sie zusammenhalten. Und es ist einfach episch. Und Oscar. Ich liebe einfach Oscar. Oscar ist kurz vor einem Herzinfarkt, weil Belle einfach alle Jäger bei sich in Malta aufgenommen hat und der Butler ist dermaßen überfordert. Und ich liebe Oscar. Ich liebe ihn. Und dann kommt wieder ein Lizzie-Moment. Was verlangst du? In diesem Moment bewunderte ich sie noch mehr. Deiner Meinung, Ari? Sie hatte ja schon immer wie eine Löwin für die Iren gekämpft, aber jetzt war sie zur Anführerin geworden. Und dann kommt einfach Belle. Oho, ich verhandle jetzt also mit Jean Dark persönlich. Er funkelte sie vergnügt an. Wie wär's mit deiner Seele? Ich habe eine Schwäche für Deals mit tragischen Heldinnen. Und dann kommt wieder eine Herzschmerzszene, weil Lucia schämt sich für seine Schwäche, weil er hat sich halt einfach wirklich nicht unter Kontrolle. Und er schämt sich dafür und er tut mir einfach so. Und dann kommt die Sprache irgendwie auf Nemides und Ari denkt halt, dass sie nicht gedacht hätte, dass Nemides Lucias Amoklauf überlebt hätte. Und dann sagt Lucia was. Das hat mich einfach nur gekillt. Ich bin kein Monster, flüsterte Lucia, ohne mich anzuschauen. Und oh mein Gott, das hat sie doch gar nicht gemeint. Und dann versucht sie das Ganze zu erklären und dann denkt sie auch, dass sie eigentlich ihre Gedanken für sich behalten möchte, weil sie halt ihre Gedanken immer zuerst filtern muss, bevor es rauskommt. Und dann kommt was, das liebe ich einfach in diesem Buch. Es werden unnötige Dramen einfach umgangen und ich lieb's einfach. Lucia sagt dann nämlich telepathisch, vielleicht solltest du das Kleines, also ihn aus ihren Gedanken aussperren. Und dann denkt sie, was, wieso? Ja, ich wollte meine Gedanken für mich allein haben, aber wieso kam dieser Vorschlag von Lucia? Hätte er nicht normalerweise versuchen müssen, den Zugriff auf meine Gedanken zu behalten, während ich diejenige sein sollte, die sich dagegen wehrte? Dann hätten wir gestritten und ich hätte gesagt, dass ich ihn liebe, aber meine Unabhängigkeit bewahren möchte. Und er hätte erst aufgebracht und verletzt reagiert und dann vermutlich irgendwann schweren Herzens nachgegeben. Lucias leises Lachen schüttelte mich durch. Genauso wäre es auch gelaufen. Deshalb können wir auch gleich die Abkürzung nehmen. Die Zeit mit dir ist mir zu wichtig, um sie mit zu streiten zu verschwenden. Und dann sagt er sowas von Pluspunkten, dass er sich Pluspunkte sammeln möchte, indem er ihr beibringt, ihn und andere aus ihren Gedanken auszusperren. Und sie denkt sich so, hallo, seit wann musst du es ja Pluspunkte sammeln? Er hatte die Skala sowieso schon nach oben gesprengt, egal was er sagte oder tat. Es war wie ein Strudel, der mich tiefer und tiefer in die Liebe zu ihm versinken ließ. Geht mir genauso, kleine so. Ich liebe immer Lucia. Und dann gehen sie zum Anwesen von Lucias Familie, zum Chateau Danku? Danku? Ich habe keine Ahnung, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Dann denkt sich Ari schon wieder ein neuer Ort, ein neues Zuhause und keine Zeit anzukommen. Das ist wichtig, dass man sich das merkt, weil das kommt nachher nochmal. Und dann kommt die Szene. Ich habe so sehr gehofft, dass ich diese Szene noch bekomme. Und zwar das richtige Wiedersehen zwischen Ari und Elias. Weil Elias fragt dann Ari, ob er kurz mit ihr reden könnte. Und dann gehen sie so auf die Seite und dann umarmt er sie. Ich habe so gedacht, endlich. Und Lucia hat was gemacht. Lucia hat nämlich das komplette Macht genommen und dieser Typ hat das sowas von verdient. Er hat das sowas von verdient. Und dann kommt einfach Belle. Ich liebe ihn dafür. Nemides hatte plötzlich Belles freudige Stimme über den Exerzierplatz. Schön, dich mal wieder zu sehen, alter Kamerad. Und dann kommt Nemides. Wo ist mein Sohn? Und dann kommt Belle. Kichernd. Welchen meintest du? Aktuell mischen sie alle hier mit. Und dann kommt eine Szene. Ich will in dieses Buch und Nemides einfach eins ins Gesicht schlagen. Als ich das gelesen habe, ich habe so gedacht, das ist jetzt nicht sein Scheiß Ernst. Weil er sieht dann Ari und dann sagt er,
Mirabelle, murmelt er erstaunt. Du hast es also doch noch geschafft. Wem hast du die Hülle abgekauft? Und ich habe mir so gedacht, wie krank seid ihr eigentlich? Als ich das gelesen habe, ich wollte einfach in dieses Buch und diesem Typen eine scheuern. Weil, Und Ari macht dann genau das, was ich gerne getan hätte. Sie schlägt ihm die Faust ins Gesicht. Und dann passiert etwas Komisches, weil Lucia rastet nicht aus, sondern er nimmt einfach Aris Hand, nimmt sie mit und Ari fragt dann, was sie machen. Und er sagt dann, wir treffen uns in einer Stunde, um unser Vorgehen zu besprechen. Bis dahin möchte ich, dass du die Chance hast, hier anzukommen. Oh wow, er hatte meine Gedanken der Portalkammer also doch nicht überhört. Lucia lächelte mich von der Seite an. Wie könnte ich kleiner? Seine Gedanken sind wie ein Leuchtfeuer, das mich aus diesem Wahnsinn rettet. Und dann erfährt man, wie schlimm es eigentlich um Lucia steht, weil er hört ihr alle Gedanken. Und er hat von Taimin gelernt, wie er diese Gedanken abschotten kann. Aber das funktioniert nur, wenn er seine Gefühle im Griff hat. Und wenn er seine Gefühle nicht im Griff hat, dann kann er auch nicht mehr entscheiden, welche Gedanken er hört oder nicht. Dann hört er einfach alle. Und dann kriegt er noch mehr die Krise und er ist dann durchgehend in einer Abwärtsspirale. Und Lucia tut mir einfach so leid. Es zerreißt mir einfach jedes Mal das Herz, wenn ich das lese. Und dann sagt er, du hast mich gerettet, Kleines. Mit dir finde ich immer den Weg nach Hause. Und dann fangen sie an zu üben, wie Ari Inas ihren Gedanken raushalten kann. Klang logisch, allerdings war ich beim besten Willen nicht mehr in der Lage, mich zu erinnern, wieso ich Lucia überhaupt aus meinem Kopf verbannen wollte. Er verdrehte die Augen und verschränkte die Arme vor der Brust. Privatsphäre, Unabhängigkeit, unnötiger Streit. Richtig, also gut. Ich habe gerade eine Szene gelesen. Die Szene, wo Lucia Ari beibringen möchte, zu verhindern, dass Lucia ihre Gedanken lesen kann. Und dann, als Belohnung, als sie es geschafft hat, hat er gesagt, jetzt fühlt er sich bereit dazu, sie zu küssen, ohne die Kontrolle zu verlieren. Julia Dippel kann einfach solche Szenen schreiben. Ich sag's euch, Julia Dippel kann solche Szenen schreiben. Und zwar so richtig, 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 richtig gut. Oh, ich liebe diese Szene. Und als man dann so merkt, dass das ganze Zimmer anfängt zu zittern und so, und dann denkt Ari, Lucia verliert die Kontrolle. Und dann sagt Lucia so, nee, nee, nee. Diesmal bin's nicht ich, diesmal bist es du. Und dann explodieren einfach alle Fenster und ich denke mir so, oh mein Gott. Und jetzt ist Lizzie gekommen, weil sie wurde als Kanonenfutter ausgewählt, um zu gucken, ob Lucia noch bei klarem Verstand ist. Und Lucia hat jetzt so eingefädelt, dass Lizzie und Ari mal miteinander reden. Und ich bin so gespannt auf dieses Gespräch. Ich habe das Gefühl, das wird sehr emotional und einfach das Ende von diesem Kapitel. Geh nicht zu weit weg, rief ich ihm zu. Lucia lächelte. Nicht weiter als einen Gedanken. Oh mein Gott. Dieses Buch ist so genial. Das ist eines meiner absoluten Lieblingszitate in dieser ganzen Reihe. Nur ein Gedanke. Ich bin immer nur ein Gedanken entfernt. Und dann kommt das Freundinnengespräch zwischen Lizzie und Ari. Und ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, aber ich liebe die Freundschaft zwischen Lizzie und Ari. Einfach wie sie miteinander reden und wie sie sich gegenseitig kennen und genau wissen, was sie tun müssen, damit es der anderen besser geht. Und ich liebe es einfach. Dann reden sie über Tobi und Ari sagt einfach, du weißt schon, dass ein Wort von dir reicht und ich finde den Dreckskerl und erteile ihm mit dem allergrößten Vergnügen eine kleine Lektion. Und dann kommt einfach, auch übrigens, bevor ich es vergesse, geht ihr es jetzt mit Mel zusammen? Geht ihr das mit Mel zusammen? Ich wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich es brauche, bis Julia Dippel es geschrieben hat. Gideon ist mit Mel zusammen. Ich lieb's, ich lieb's, ich lieb's, ich lieb's. Ich hab das Gefühl, ich wiederhole mich die ganze Zeit, aber ich lieb's. Und dann kommt einfach, es war fast unmöglich, mir den unerschütterlichen Gideon mit einer rosaroten Brille vorzustellen. Aber laut Lizzie fuhr ihr Bruder das komplette Programm auf samt Blumen, Dates und Liebesbriefen. Ich gönnte es ihm von Herzen. Ich auch. Ich auch, Ari. Und dann fragt Lizzie, wie war es, murmelte sie, das Sterben. Und dann denkt Ari, das Sterben an sich war auch nicht das Problem gewesen. Nur der Abschied. Und einfach immer diese Momente, wenn entweder Ari oder Lucia so einen Spalt von ihren Gefühlen für den jeweils anderen offen lassen. Gleichzeitig überfiel mich ein Gefühl der Liebe. Lucia hatte nur für mich eine Lücke in seiner Abwehr geöffnet. Und dann kommt Ramadan. Ramadan hat eine neue Hülle. Dann kommt Lizzie und sie sieht aus, als müsste sie sich auf die Zunge beißen und gleichzeitig ein Grinsen unterdrücken. Und das war ganz eindeutig ihr Gossip-Gesicht. Was war denn bitte hier los? Und dann kommt eben Ramadan in seiner neuen Bollywood-Model-Star-Hülle. Und Ramadan ist einfach so ein Charakter. Er ist einfach so schrullig und er ist einfach so dermaßen alt, dass er manchmal Ansichten hat, wo ich mir so denke, hallo. Und dann kommt wieder Nemesis und ich habe wieder das Bedürfnis, diesem Typen einen zu scheuern.
Nemidas sagt dann, ich gönn dir deine Mätresse, meinte Nemidas vorbei, das letzte Wort ganz besonders betonte. Aber dieses Menschenflittchen wird nie die Herrin dieses Hauses sein. Und ich denke mir so, du bist so ein Arsch! Und dann sagt Lucia, dieses Menschenflittchen, knurrte Lucia leise, ist meine Gefährtin und du wirst ihr den nötigen Respekt erweisen. Und dann lässt Ari ihre Macht los und irgendwie merkt sie, warum die Primos so hochmütig sind und so von sich selber überzeugt, weil so viel Macht kann schon die Sinne vernebeln. Und dann sagt Lucia, das war eine ziemlich dumme Idee und Ari sagt, hat geklappt, oder? Aber was, wenn nicht Kleines? Und dann sagt Ari was? Ich lasse dich nicht mehr allein, selbst wenn das bedeutet, dass ich dir in deinen Wahnsinn folge. Meine Worte trafen ihn wie eine Ohrfeige. Er wirkte erschüttert und zog augenblicklich seine Abwehr hoch. Seinen eigenen Verstand aufs Spiel zu setzen, schien eine Sache zu sein. Die Verantwortung für mich mitzutragen, eine ganz andere. Und dann ist hier eine Szene. Die sind gut, Schwachstellen besser, meinte Konstantin und nickte in meine Richtung. Ich an meiner Stelle hätte es auf Ari abgesehen. Wie wäre es mit Vorschlägen, die wir nicht schon in Erwägung gezogen haben? Bell grinste die beiden fast väterlich an. Ari ist gefährdet, genauso wie ihr. Oder was glaubt ihr, warum Lucia auch euch hergebracht hat? Und Alexian, Konstantin und Elias sind einfach nur ungläubig und können uns nicht glauben, dass sie Lucia so viel bedeuten. Und ich denke mir so, ihr seid seine Brüder, Mann. Er natürlich liebt er euch. Dann sagt Victorious etwas recht Intelligentes und dann kommt einfach das. Meinte Ramadan mit einem seltenen Lächeln. Ist beeindruckend korrekt. Während Victorious rosa Wangen bekam, spürte ich, wie Lizzie nach meiner Aufmerksamkeit suchte. Wieder setzte sie ihr Gossip-Gesicht auf und schirmte es mit einer Hand ab, sodass der Rest des Tisches ihre Augenbrauen-Akrobatik nicht mitkriegte. Und dann haben sie sich dazu entschieden, Taimin aufzusuchen, weil Taimin ein Artefakt kennt, wo man eine Seele vom Körper trennen kann. Und das müssen sie ja bei Lucia tun. Dann gehen Belle, Lucia und Ari raus und Belle möchte mitkommen, aber Lucia möchte das nicht und sie tragen das so gedanklich aus. Und dann kommt einfach Ari und denkt sich selber ihr Gespräch und das lautet so. Ich komme mit euch mit. Vergiss es, Belle. Du sagst mir bestimmt nicht, was ich vergessen soll und was nicht, Jüngerchen. Willst du mich herausfordern? Auf jeden Fall. Lass es gut sein, Belle. Nein, doch, nein, doch, nein, doch. Und dann kommt Lucia und fragt gedanklich ernsthaft, bei Belle magst du ja ins Schwarze treffen, aber ich hatte gehofft, dass du wenigstens mich für etwas reifer hältst. Hey, ich hab dich immerhin nicht drohen lassen, dass du ihn seiner Flammenschwarz pressen lässt, wenn er nicht gleich die Klappe hält. Und dann kommt Ryan noch mit und dann geht's los zu Taimin. Und dann kommt Taimin. Und ich habe Belle noch nie so zitternd erlebt. Die uralten Augen streiften unsere verschlungenen Hände, blieben dann aber an Belle hängen, der unvermittelt aufkeuchte und zu zittern anfing. Du kennst meine Gedanken, alter Mann, presste er mit Mühe hervor. Und ich kenne deine Macht. Kein Grund, also beide schon wieder zum Thema zu machen. Dann kommt diese ganze Sache mit dem Dolch. Und man spürt, dass Belle ein eigenes Interesse an diesem Dolch hat. Und beim ersten Mal habe ich so gedacht, Belle, wo ist dein Mitgefühl, aber je weiter man liest, desto mehr versteht man, warum Belle unbedingt diesen Dolch haben möchte. Dann denkt Taimin, Rätsel haben den Vorteil, dass nur jene sie zu lösen verstehen, die dafür bereit sind. Dann erfahren sie, dass dieser Dolch nicht nur die Seele von Lucia trennen wird, sondern Lucia komplett zerreißen wird. Und dann sagt Taimin ihnen, dass der Dolch in Marrakesch ist und dass Maras Leute den Dolch schon haben. Und dann machen sie sich auf den Weg, sie zu verfolgen und dann treffen sie auf Hexen und die haben so ein Siegel auf dem Boden gezeichnet, damit Lucia gebannt ist. Und dann kommt eine Szene, als ich das gelesen habe. Ich habe so gedacht, oh mein Gott. Einfach nein! Ich bin gerade bei dieser Stelle, wo sie gegen die Hexen kämpfen. Ratet mal, welcher Hexenmeister dabei ist. Darunter kam ein junger Mann mit braunen Haaren und blauen Augen zum Vorschein, der jüngste Hexenmeister, den es je gegeben hatte, und Lissys Ex-Freund. Tobi! Und dann sagt Ari, du bist tot. Und dann sagt er, jede andere Begrüßung hätte mich enttäuscht. Und in dem Moment habe ich gedacht, Arschloch. Arsch, Mann! Nein! Nein! Und da habe ich weitergelesen. Mara wechselt ständig ihr Hauptquartier, presst er gedämpft und unter Schmerzen hervor. Wenn ich etwas Näheres weiß, melde ich mich. Schön, dass du wieder da bist, sagt Lizzie, dass ich sie liebe. Und ich denke mir einfach so, Alter Mann! Tut mir leid, falls ich so ein bisschen schreie, aber ich muss das jetzt alles rauslassen, weil ich meine, hallo? Das kann sie doch nicht machen! Aber wenn er sagt, sagt Lizzie, dass ich sie liebe, dann muss Lizzie doch von... Er weiß Lizzie davon nichts. Hat sie deshalb gesagt, sie will nicht darüber sprechen, weil sie irgendwie abgemacht haben, dass Ari nicht erfahren darf, dass Tobi so ein Doppelspion ist? Julia Dippel spielt wirklich mit meinen Gefühlen. Dann kommt wieder typisch Ryan. Bei ihm wurde der halbe Bauch aufgeschlitzt und so, aber er sagt, ist nur ein Kratzer. Ja, ist nur ein Kratzer, genau, ist nur ein Kratzer. Und dann kommt Belle. Vielleicht sollte irgendjemand Ari mal beibringen, wie man wie ein richtiger Primus kämpft, schlug
Belgris grimmig vor. Diese paar Hexen hätten für sie eigentlich kein Problem darstellen sollen. Vielleicht sollte dir mal jemand beibringen, wann es besser wäre, die Klappe zu halten, knurrte Lucia und zog mich in seine Arme. Und dann sagt er, wahrscheinlich hat Tristan ihnen ein Prisma-Portal geöffnet. Und dann kommt, hab ich nicht. Sie sind auf ganz herkömmliche Wege geflogen. Geflohen, nicht geflogen. Dann kommt Belle, schmettert ihn an die Wand und sagt, Hiro. Obwohl Belle leise sprach, dröhnte seine Stimme in meinem Innern. Silvan. Langsam drückte Belle Tristans Kehle zu. Der schwere Geruch von dunkler Schokolade und Granatapfel war so präsent, dass mir beinahe schlecht wurde. Fiona. Meine Nervenenden vibrierten unter der freigesetzten Energie. Pipo. Noch nie hatte ich das ganze Ausmaß von Belles Macht erlebt. Bis jetzt. All diese Tode gehen auf dein Konto. Oh mein Gott! Du kannst einfach nicht tot bleiben, zischte Belle. Wunderbar, dann kann ich dich immer und immer wieder umbringen. Oh mein Gott! Einer meiner Lieblingsstellen. Und das ist so der Moment, wo man merkt, dass Tristan endlich realisiert hat, dass er einen Fehler gemacht hat. Und er sagt das auch. Ich habe Fehler gemacht. Und er möchte das wieder gut machen. Und dann denkt Ari, so viele Entscheidungen hatten dazu geführt, dass er zu dem geworden war, den nun alle hassen. Und nicht alle davon hat er selbst getroffen. Ungeachtet all dessen, was er mir angetan hatte, würde ich nicht diejenige sein wollen, die ein Urteil über ihn fällt. Tristan nickt, als wüsste er, dass sein Tod ein Preis war, den er zahlen musste. Und dann erfährt man endlich, was Tristan ist und warum man ihn nicht töten kann. So sieht eine überaus glückliche Sarah aus. Ich bin jetzt bei Kapitel 16, 49%. Das heißt, ich bin in der Hälfte des Buches und dieses Buch ist ein Meisterwerk. Also zuerst einmal habe ich jetzt erfahren, was Tristan ist und warum man ihn nicht töten kann. Er hat noch mindestens 40 Leben, weil er mit Menschen verbunden ist. Und jedes Mal, wenn er getötet wurde, ist einer von diesen Menschen gestorben. Und er macht es mir so schwierig, ihn zu hassen. Er macht es mir so schwierig. Und ich habe irgendwie Angst, dass Tristan dieses Buch nicht überlebt. Ich werde heulen, wenn Tristan stirbt. Sie haben weder Familie noch Freunde. Ich nehme ihnen die Angst und schenke ihnen etwas Glück. Ich sag's euch, Tristan macht's mir echt schwierig, ihn nicht zu mögen. Ich, ach Gott. Tristan tut mir einfach nur leid. Er tut mir einfach nur leid. Und dann kommt die Szene mit Jimmy. Dann geht die ganze Truppe wieder zurück und dann gehen sie halt zu den anderen wieder. Und dann kommt Jimmy. Und Jimmy verteidigt Celine und ihre Tochter, weil nämlich das wieder ein Arschloch ist und sie nicht aufnehmen will. Das ist übrigens Jasmin. Sie ist eine der coolsten Hexen, die ich je kennengelernt habe. Pipos Schwester lief knallrot an. Jimmy übertreibt. Und dann merkt man einfach, wie Jimmy die ganze Zeit aus sich rauskommt und wie er so in Jasmin verguckt ist. Und Jasmin ist so, oh mein Gott, ich liebe unser kleiner Nerd. Er ist, ach, ich liebe ihn einfach. Dann erzählen sie, dass Aris Mutter angekommen ist und dass Victoria sich mit ihr in ein Zimmer genommen hat und dass Ramadan sie als allererstes gemolken hat, um Wache zu stehen. Und dann kommt so, Ramadan hat nicht grundlos seine Hülle gewechselt, meinte der blonde Primus amüsiert. Ich schätze, er hofft so, die Aufmerksamkeit von Victoria zu erregen. Und das ist das nächste Pärchen, von dem ich nicht wusste, dass ich es brauche, bis Julia Dippel es geschrieben hat. Oh mein Gott. Victorious und Ramadan. Ich lieb's. Und dann kommt einfach Belle. Allem Anschein nach sind die Hormone seit deinem Tod nur so aus dem Boden geschossen. Er genoss die rötenden Gesichter von gleich mehreren Anwesenden, darunter auch Gideon. Kein Wunder, dass ich mich wie der alleinerziehende Vater einer Horde Pubertierender gefühlt habe. Das ist übrigens ein sehr gutes Stichwort. Ari, wir zwei haben heute Abend einen Termin zum Kampftraining. Bis dahin sorgst du dafür, dass dein Gefährte wieder runterkommt. Unternehmt was Schönes, hat Spaß. Nur lasst eure Hände um Himmels Willen oberhalb der Gürtellinie. Und dann kommt eine meiner absoluten Lieblingsszenen. Und zwar die Date. Die Date-Szene 2.0. Im ersten Teil gab es ja auch schon so eine Date-Szene. Und jetzt gab es nochmal so eine Date-Szene. Oh mein Gott. Das ist eine der schönsten und witzigsten und emotionalsten und traurigsten und einfach wunderbarsten Szenen, die ich je gelesen habe. Ich habe gelacht. Ich war kurz vorm Heulen. Ich habe mitgelitten. Ich habe mitgefiebert. Ich war auf Folge 7. Diese Szene war grandios. Und einfach, sie waren ja in den jeweiligen Geistern drin. Also so, Geist, so. Ja. Und dann kommt einfach Belle ins Zimmer und holt sie zurück und sagt, was versteht ihr eigentlich nicht, wenn ich sage, über der Gürtellinie? Weil sie haben auch das Zimmer verwüstet, wenn sie nur körperlich anwesend sind. Sie zerstören auch dann die Zimmer. Und sie sind wieder verbunden. Und wissen Sie, was passiert ist? Die Zeichen haben sich vermischt.
Die Zeichen haben sich verboten und das ist bisher noch nie vorgekommen, weil eigentlich immer das Zeichen des Mächtigeren auf den Rücken des anderen gekommen ist. Ihre Zeichen haben sich verbunden. Oh mein Gott! Und dann wechselt Ari die Szenerie. Dann ist sie an einem Pfahl gefesselt und da ist ein Drache und dann steht da Lucia und Lucia muss Ari retten. Und dann sagt sie, komm schon, stichelte ich. Welcher Mann würde nicht gerne eine Jungfrau Nöten retten? Und dann kommt Lucia. Dumm nur, sagte er und kam mir so nah, dass ich seinen Atem auf meiner Haut spürte. Dass ich aus sicherer Quelle weiß, dass du ganz bestimmt keine Jungfrau mehr bist. Und ich kein Held. Und er hat mir wieder das Herz zerbrochen. Und dann kommt die nächste Szenerie und dann sind sie auf einer Koppel. Und Ari sagt, sie werden jetzt zusammen Pferde stellen. Und mit Mühe und Tränen in den Augen zwang sich Lucia zur Ruhe, woraufhin ich auf eine Herde grasender Pferde deutete. Und welches soll es sein? Und dann greift Lucia einfach ein und zaubert so ein weißes Pony hervor. Ich erinnere mich noch genau, wie verzweifelt du damals von etwas ablenken wolltest. Was war das doch gleich nochmal? Wie unsäglich arrogant ich dich fand, log ich ohne jedes schlechtes Gewissen. Lucia zog mich in seine Arme, um jede Sekunde meiner Verlegenheit auszukosten. Nein, ich glaube, es war etwas anderes. Mein Dern kniff die Augen zusammen, als kramte er tief in seinem Gedächtnis. Hast du mich nicht äußerst gut aussehen bezeichnet? Dann kommt die nächste Szenerie und dann sind sie, glaube ich, im Haus von Lucia. Und dann sagt er, jetzt gehst du aber ran, Kleines. Hätte ich nicht gedacht, dass du dich so schnell abschleppen lässt. Soll ich dir noch einen Kaffee anbieten oder gehen wir gleich zum spannenden Teil über? Und dann sagt Ari, nö, du kochst jetzt für mich. Ich lieb's einfach. Und dann kommt Lucia, ich habe noch ein paar Dinge nachzuholen. Und dann sind sie auf dieser Junke, also auf diesem Schiff. Ich habe Isara 4 beendet. Und ich werde jetzt über die zweite Hälfte von diesem Buch sprechen, weil ich habe mich kein einziges Mal gemeldet. Also das letzte Mal, dass ich mich gemeldet habe, war auf Seite 235 und dort haben sich gerade die Zeichen von Lucy und Ari miteinander verbunden. Und dann in der nächsten Szene redet Ari mit Lizzie und Lizzie sagt, ich will alles über euer Erdbeben auslöhnendes Liebesleben wissen. Jetzt! Habe ich schon mal gesagt, dass ich Lizzie liebe? Ich liebe Lizzie. Und dann kommt eine meiner absoluten Lieblingsszenen, weil dann kommt die Kampfszene, also die Trainingsszene mit Belle, Alexian, Konstantin und Celine und einer der besten Trainingsszenen, die ich je gelesen habe. Und dann erklärt Belle so den Ablauf von dieser Trainingseinheit und dann sagt er, Phase 4 ist der Endgegner, verkündete er mit einer Verbeugung. Damit meinte er ganz offensichtlich sich. Liebe Belle, habe ich das schon mal gesagt? Und dann fängt das Ganze mit Alexian an und dann kommt so Lucia und fragt in Gedanken, ob es ihr gut geht. Und dann kommt etwas, ich liebe es einfach, weil sie sagt, ja, sie muss gerade ein Problem mit seinen Brüdern ausdiskutieren und er fragt dann so, mit welchem? Und sie denkt, oh je, das war gar nicht gut. Wenn ich jetzt nicht ganz vorsichtig war, schneidet er bestimmt gleich wie ein Rachegott hier rein und verteidigte meine Ehre. Lucias Lachen strich durch meinen Kopf. Keine Angst, Kleines, solange du es nicht willst, werde ich gar nichts unternehmen. Also im Band 1 hätte Lucia das niemals gesagt. Im Band 1 wäre er schon 10-mal bei Ari gewesen. Aber jetzt geht er nicht zu ihr, weil jetzt weiß er, dass sie sich verteidigen kann. Jetzt weiß er, dass sie es drauf hat. Und er hat einfach Vertrauen in ihre Fähigkeiten gefunden. Und diese Entwicklung von Lucia finde ich einfach so toll. Weil man hat im Band 2 gemerkt, dass das so ein Problem in ihrer Beziehung ist, dass Lucia ihr einfach gefühlt nichts zutraut. Und sein Beschützerinstinkt war übermäßig groß. Er will sie immer noch beschützen und so. Also es ist jetzt nicht so, dass Ari ihm gleichgültig ist. Oh nein! Er hat einfach endlich Vertrauen in Aris Fähigkeiten gefunden und ich liebe es! Dann merken sie, dass sie in Gedanken miteinander reden können, ohne dass Belle es hört. Und dann kommt einfach Belle, du willst Lex doch nicht etwa gewinnen lassen, brüllte er weiter. Der Typ ist überheblich, maßlos, undiszipliniert und stolz drauf, fiel ihm Alexia mit einem wilden Grinsen ins Wort. Und dann kommt zu Ari irgendwelche Tipps. Und dann sagt Lucia, kommt drauf an, wie viel Hilfe du willst, konterte er schelmisch. Und dann geht er in Aris Körper. Also er hat nicht nur Zugang zu ihren Gedanken, sondern auch zu ihrem Körper. Und das ist so, so gut beschrieben. Weil dann steht da, dann macht sich ein Lächeln auf meinen Lippen breit. Lucias Lächeln. Oh! Und
dann fängt er an zu kämpfen. Dann kämpft er gegen Alexian, gegen Konstantin, gegen Silin und dann kommt Belle. Genug, schnitt Belles Stimme durch den Keller. Jetzt wurde es ganz plötzlich mucksmäuschenstill. Der Geruch von dunkler Schokolade und Granatäpfeln breitete sich bedrohlich langsam im Keller aus. All meine Sinne schlugen Alarm. Die Macht, der ich nun gegenüberstand, glich der von Lucias Brüdern nicht im geringsten. Sie war so gewaltig und dicht gewebt, sodass selbst das Licht sie nicht mehr durchdringen konnte. Nach und nach eroberte sie den Keller und blendete meine bisherigen Gegner einfach aus. So ein Angeber, murmelte Lucia unleidig. Dann fragt Ari halt, ja, was kann sie machen? Und Lucia sagt ihr nichts. Belle ist ihr überlegen und das Einzige, was er ihr empfehlen könnte, ist, ihm ein Ausjam in die Brust zu rammen. Aber das ist ja nicht erlaubt. Also, ja, weglaufen. Und dann kommt Belle. Ich schätze es nicht, verarscht zu werden, flüsterte Belles Stimme an meinem Ohr. Schattenklan drückten meine Kehle zu, sagt deinem Gefährten, er soll deinen Geist verlassen und ich zwing ihn dazu. Dann sagt Lucia immer noch in Aris Körper mit Aris Stimme, ich habe Ari in wenigen Minuten beigebracht, wofür du Wochen gebraucht hättest, knurrte Lucia mit meiner Stimme. Du möchtest spielen, drohte Belle. Dann lass uns spielen! Und dann verabredet er sich mit Arias, das ist nicht wie eine Verabredung, das ist ein Befehl von ihm und dieses Date. Und dann das Ende vom Kapitel. Erst Stunden später der Geruch einer stürmischen See unter Gewitterwolken in meine Nase stieg, entspannten sich meine verkrampften Muskeln. Im Halbschlaf spürte ich, wie sich die Matratze unter mir bewegte. Ein warmer, aber angezogener Körper schmiegte sich an meinen Rücken und schlang einen Arm um meine Taille. Lucia war hier. Nicht in meinem Geist, nicht in meinen Gedanken, er war tatsächlich hier. Trotz aller Risiken, trotz der Schmerzen. Er brauchte meine Nähe genauso sehr, wie ich die seine. Noch mehr Kleines, murmelte er in mein Ohr. Ich brauch dich noch viel mehr. Das bezweifelte ich arg. War aber zu schläfrig, um das hier und jetzt zu erörtern. Stattdessen kuschelte ich mich an ihn und hieß den Frieden willkommen, den seine Arme mir schenken. Ich brauche Lucia. Ich brauche Lucia. Ich liebe seine ganze Entwicklung und ja. Dann kommt eine Szene. Ari wird beschwört. Und zwar von jemandem, für den ich einfach nur Mitleid empfinde, aber er trotzdem manchmal Dinge tut, für den ich ihn einfach nur schlagen könnte, und zwar Tristan. Tristan hat sie beschworen und er sagt, aus diesem Siegel kommt weder etwas hinaus, informierte Tristan noch hinein. Und dann kommt Mara und ich könnte ihr einfach jedes Mal den Kopf abreißen, wenn sie den Mund aufmacht. Und dann fragt Mara, warum siehst du einen Feind in mir, Ariana? Nun ja, zunächst einmal wäre ich wegen deiner Wiedererweckung beinahe draufgegangen. Dann hast du versucht, meinen Gefährten zu töten. Dann mich, dann meine Freunde, dann wieder meinen Gefährten. Ich zuckte leichtfertig mit den Schultern. Es geht noch eine Weile so weit, aber ich denke, du weißt, worauf ich hinaus will. Auch und bevor du das Ganze jetzt als schreckliches Missverständnis hinstellst, fügte ich spöttisch hinzu, solltest du wissen, dass ich auch in deine aktuellen Mordpläne bezüglich meines Gefährten eingeweiht bin. Das war so ein gleicher Moment wie in Band 2, wo Ari der Liga mal so gezeigt hat, wo der Hammer hängt. Einfach so auf den stillen Wassern, wie sie die Gesetze auseinandergenommen hat und die Gesetze gegen die Liga gemacht hat. Und oh, das war so gut. Und das ist auch wieder so eine Szene. Und dann sagt Mara, du hast recht, ich werde Lucia umbringen. In dem Moment wollte ich ihr wehtun. Ich wollte ihr wehtun. Und dann sagt Ari, nur zähle ich zu meiner Familie keine durchgeknallten Hexenzirkel oder blutsaugenden Monstervampire. Dein Gefährte ist ein Mörder und dennoch liebst du ihn, konterte sie verärgert. Wo also ziehst du deine Grenze? Ziemlich genau zwischen dir und ihm. Und dann auf der nächsten Seite. Dort in der Ferne erhob sich ein Sturm. Blitze erhellten die Mauer des Chateaus und erfüllten die Luft mit dem Geruch von Hitze und Regen. Ein Sommersturm! Und dann erkennt Ari, dass Mara den Dolch hat und Lucia ist gerade auf dem Weg dorthin. Das heißt, Mara könnte Lucia problemlos töten. Und dann sagt sie, ich sehe, dein Hochmut ist dir vergangen. Mit jeder Entscheidung sterben 1000 Möglichkeiten. Sie werden dich verfolgen wie rachsüchtige Geister. Und dann schlägt Tristan Mara nieder und er fasst so durch dieses Siegel und er gibt Ari dann den Dolch. Und das war der Moment, wo man merkt, dass er wirklich endgültig die Seiten gewechselt hat. Weil wenn Mara aufwacht, sie wird wissen, dass das Tristan war. Jetzt ist Tristan auf der richtigen Seite. Nach 4 Teilen! Ich weiß, dass Tristan viel Scheiße gebaut hat. Ich weiß, dass er Fehler gemacht hat, aber ich meine, wer hat in dieser Reihe keine Fehler gemacht? Und Tristan ist einfach ein Charakter, er sucht einfach nach Liebe. Nach bedingungsloser Liebe. Und er findet sie einfach nicht, weil niemand ihm diese bedingungslose Liebe geben will oder kann oder was weiß ich. Und das ist so der Grund, warum mir Tristan einfach nur leid tut. Und dann kommt Mara so, du kannst nicht gegen mich kämpfen und deine Gefährte beschützen. Nein, kann ich nicht. Aber sie können es. Und dann kommen Belle, Elias, Lex, Konstantin, Vessa,
Nelson, Jean und Mirabel. Und oh mein Gott, das war so eine Szene. Und dann sehen sie Tristans Leiche, aber wir wissen ja alle, dass er nicht tot ist. Dann fragt Ari so, was Mirabel hier zu tun hat und warum sie hier ist. Und das habe ich mir auch gedacht, warum ist sie hier? Und dann kommt so Elias und fragt, ob Mirabel zum Problem werden könnte. Und dann sagt Ari, ja, ich bring sie schon nicht um. Und Elias stellt klar, er wollte eigentlich wissen, ob Mirabel an Lucias Konzentration kratzen könnte, weil Ari würden sie schon bändigen. Und er sagt dann, du kannst ganz beruhigt sein, großer Bruder. Mit Ari fällt es mir jeden Tag leichter, mich zu beherrschen. Und wo er vorher noch Probleme hatte, wenn Ari in seiner Nähe war, tut sie ihm jetzt einfach nur gut, weil sie sind verbunden. Und dann kommt Belle und sagt, er will das Date jetzt. Er will es jetzt. Und dann sagt er Ari, er könnte ihr behilflich sein beim Umziehen. Und dann sagt sie, ganz dünnes Eis, Herr Teufel, warnte ich ihn leise. Belle lachte, ach Ari, ich bin auf dünnem Eis geboren. Und dann kommt Lucy und fragt Ari, ob er das für sie übernehmen darf, also ihre so eine Illusion über ihre Kleinen zu legen. Und dann vertraue mir Kleines, ich habe es unter Kontrolle, raunte er mir zu. Mich machen nur die unschmeichelhaften Gedanken der anderen verrückt. Ich weiß, dass sie mir nichts ausmachen sollten. Aber immer wenn es um dich geht, reizt es den Neandertal in mir, der dann um jeden Preis demonstrieren will, dass du zu mir gehörst. Da mir doch erst kürzlich gesagt wurde, dass ich zum Angeben neige, wollte ich lieber nachfragen. Und dann sagt Ari einfach, meine innere Neandertalerin dachte ganz genau so. Und ich liebe sie einfach dafür. Und dann so, ich hatte soeben eine Naturgewalt heraufbeschworen, die nun meine Lippen eroberten, bis jeder einzelne meiner Sinne unter Lucias Macht zu vibrieren begann und oh mein Gott! Dann bemerkt Ari, was Lucia ihr so angezogen hat und dann merkt sie, dass es rückenfrei ist und jeder ihr Zeichen sehen kann und oh mein Gott! Und dann sagt er, mein Bruder fand, dass wir aufhören sollten, unsere Liebe als unsere Schwachstelle zu betrachten und ich finde, dass er recht hat. Unsere Verbindung hat mir die Hoffnung zurückgegeben. Durch sie habe ich keine Angst mehr vor meiner Macht und auch deine Seele ist zufriedener. Sie will noch immer zu dir zurück, aber nicht mehr ganz so vehement. Oh! Und dann bringt Belle Ari in eine Kirche. Einfach nur die Vorstellung vom Teufel in einer Kirche während einem Gottesdienst. Und dann fragt Ari Belle, warum er überhaupt in diesem Kampf mitmacht und was so seine Motivation ist und so. Nein, raushalten war für mich bereits keine Option mehr, als ich in Korea in deine Seele blicken durfte. Aber als ich deinen Schmerz über den Verlust von Lucias Zeichen gefühlt habe, war mir klar, dass du meine Loyalität und Hilfe verdient hast. Der Deal mit dem jungen Rossi war nur das Sahnehäubchen. Und dann sagt er, einer der schönsten Zeilen, die ich je gelesen habe. Bild dir nur nichts darauf ein, die Situation hat mich lediglich an etwas erinnert. Daran, dass das Wie wichtiger ist als das Wie lang. Ich liebe Belle. Und ich liebe diese Zeile. Das ist eines meiner Lieblingszitate in ganz Isara. Und dann kommt Katarzyna, meine Ur-Ur-Ur-Urenkelin. Viermal Ur. Oh Gott. Ur-Ur-Ur-Urenkelin. Dann kommt diese Konversation und sie lädt uns zum Mittagessen ein, übersetzte Belle amüsiert. Das war doch nicht alles, was sie gesagt hat, oder? Sie wünscht uns außerdem Glück und sagt, dass unsere Babys goldig aussehen werden. Das hat sie nicht gesagt. Doch, ich schwör's, lachte Belle. Und du gedenkst nicht, das richtig zu stellen. Und dann sagt seine Ur-Ur-Ur-Urenkelin ihm Jakwiewiorka. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Und dann erklärt Belle, es bedeutet Eichhörnchen. Sie sagt, ich bin wie ein Eichhörnchen, das immer nach Essbares sucht. Ich liebe das. Und dann kommt eine Szene, die zerreißt einfach jedes Mal mein Herz. Und zwar fragt er Ari, ob er den Dolch sehen darf und anfassen darf. Und dann sagt er, weil das erste Opfer, das der Dolch gefordert hat, offenbarte er, die einzige Frau war, die ich je geliebt habe. Ich schwöre dir, den Dolch unbeschadet zurückzugeben. Lass mich nur einmal ihre Seele sehen. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt. Belle ist keine Ahnung wie viele Jahrhunderte alt. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass er nicht mindestens ein einziges Mal verliebt war. Und jetzt erfährt man, dass er verliebt war und dass die Seele dieser Frau das erste Opfer von diesem Dolch war. Ich will wissen, warum? Wie war die Liebesgeschichte von den beiden? Wie hat's angefangen? Wer hat den ersten Schritt gemacht? Und. Ich will alles wissen. Alles. Das ist eine der schönsten Szenen, die ich je gelesen habe. Und dann geht sie zurück und dann kommt so, nein, das ist ein Glitzer-Bikini, warst du? Japste er ungläubig, du hast meine Party gesprengt. Es war ein Versuch wert, rechtfertigte ich mich grinst. Und dann bricht Belle zusammen und dann fängt er an zu zittern und dann kommt etwas. Ich habe mir so gedacht, oh mein Gott. Mara tötet gerade unsere Gezeichneten auf der ganzen Welt. Mara ist eine Bitch, habe ich das schon gesagt? Und dann gehen sie zurück zum Chateau und dann treffen sie auf die anderen. Dann fragt Lucia Belle, wie viel er verloren hat und Belle sagt, die Hälfte. Und die Hälfte ist jetzt einfach tot. Das sind sicher so mehrere tausende Leute.
Und Belle hatte jeden einzelnen Tod gespürt. Und dann reden sie mit Tristan, weil Tristan ist zurückgekommen und Tristan ist jetzt der Gefangene von Lucia. Und dann fragt Belle Tristan, erzähl mir Tristan, hör dich Belle spotten, wie fühlt es sich an, für so viel Leid verantwortlich zu sein? Dann kommt die Szene, da hatte ich wirklich Angst. Da hatte ich so dermaßen Angst, weil dann gehen sie auf die Klippe raus und wer hängt dort bei der Klippe? Ich hab gar gedacht, sie hat Tobi getötet. Ich hab gar gedacht, Tobi ist tot. Ich hab gerade gelesen, wie eine Person an einem Pfahl hängt. Und es ist Tobi. Und ich hab mich gedacht, er ist jetzt tot. Also Lucia sagt, Elias wird ihn heilen. Und dann hat Mara noch eine Botschaft geschickt, und zwar, der Preis meiner Gnade ist euer Gehorsam. Ich schenke euch 33 Stunden. Den Ort kennt der Verräter. Und dann erfährt Gideon, dass Lizzie und Tobi das alles geplant haben, und Gideon ist schon so ein kleines bisschen wütend auf Lizzie, aber eigentlich ist er einfach froh, dass jetzt alles wieder gut ist. Und dann kommt Ryan rein. Wo ist der kleine Judas? Sie brauchen sich gar keine Mühe mit ihm machen, weil ich ihn sowieso umbringe. Ich liebe Ryan, ich liebe ihn. Diese Reihe hat jetzt mehrere Tink-Legenden-Status-Charaktere. Zum einen Victorious, dann Belle und Ryan. Und dann zeigt Lucia, was in Tobis Gedanken war, weil Mara wollte, dass Lucia das sieht. Und dort erklärt Mara die ganze Siegelsache. Das Tor ohne Wiederkehr. Niemand, der es betritt, kann es verlassen. Das gilt für euch, aber auch für all meine Kinder. Das Tor der Unsterblichkeit. Nur Dämonen können es passieren, denn jede menschliche Seele wird in kürzester Zeit aufgezehrt. Auch dieses Siegel kannst du jederzeit brechen, Lucia. Doch bedenke, es absorbiert jede überschüssige Energie. Keine Beben, keine Gewitter, keine Gefahr für eure geliebte Menschheit. Der Ring der Königin. Geschaffen aus meinem Blut, willst du mich töten, wirst du dich hineinwagen müssen. Es wird morgen enden, Sohn des Nemidis. Erwartet den Tod. Und da kommt wieder Ryan. Boah, ey, Lucia, keuchte er und ließ sich stöhnend gegen die Wand sinken. Ich mag dich echt, aber wenn du so einen Mist nochmal mit mir machst, dann... Ihm schien vor Übelkeit nichts einzufallen, was Lucy einschüchtern konnte. Also macht ihr eine Marke-Geste in meine Richtung. Dann werde ich Morrison bitten, sauer auf dich zu sein. Dann macht sich Arya auf den Weg zu Victorious und ihrer Mutter. Und dann geht sie dorthin und dann steht Graham vor der Tür. Dann sagt sie, entschuldige bitte, dass mein Wahres sich seine Zeit nicht an Idioten verschwenden möchte. Erklär dich ihm freundlich, während ich ihn dezent Richtung Tür drängte. Besonders nicht, da wir morgen alle sterben können. Und dann kommt einfach Victorious. Was für ein umwerfender Auftritt, mein güldenes Krokantsternchen. Und dann sagt Ari, ja, nur vermutlich kontraproduktiv. Morgen gegen Mara wird uns jeder einzelne Mann fehlen. So wie jede einzelne Frau und alles dazwischen. Wies mich Victoria zurecht, das wäre ich ein rückständiger Macho. Im Angesicht des Todes sollten wir wenigstens korrekt gendern. Findest du nicht, meine kleine Puderzuckerflocke? Dann lässt Ari Ramadan in ihre Gedanken, aber nur mit der Bedingung, dass er dann ihre Mutter mit in ihre Gedanken nimmt, damit ihre Mutter alles sieht und alles fühlt und so. Dann geht Ramadan in Aris Gedanken und nimmt ihre Mutter mit, und dann kommt einfach Victorious und sagt, es reicht, Puschelbärchen. Dann sagt Ramadan, das war interessant. Ich danke dir, Ariana. Victorious, der besorgt hinter den neuerdings breiten Schultern des Chronisten hervorlugte, quittierte dessen Kommentar mit einem empörten Klaps. Haben wir nicht über Feingefühl gesprochen, zischte er leise. Und dann sagt Ari etwas zu ihrer Mutter. Aber ich bin noch immer dieselbe, Mom. Diese Dämonin, die du jetzt in mir siehst, war in Wirklichkeit schon immer ein Teil von mir. Ich habe es nicht so gewollt, doch es ist so und inzwischen bin ich stolz darauf. Wenn du mich also verleugnen willst, dann musst du konsequent sein und das auch mit der Ari tun, die ich vor meinem Tod war. Entweder du hattest nie eine Tochter oder du hast immer noch eine. Deine Entscheidung. Und als Ari dann wieder draußen ist, ich hab dich lieb, Mom, flüsterte ich so leise, dass selbst Primus es nicht hätten verstehen können. Ich musste es einfach gesagt haben. Nur für den Fall. Und dann kommen Nelson und Schickimicki Doppel-D und versuchen Ari zu entführen. Und dann kommt dieses Nex. Und das ist so eine Sache, die sie aus den stillen Wassern gemacht haben. Und dann kommt Tristan und rettet sie von Nelson und Schickimicki Doppel-D. Und dann kommt Lucia und die ganze Truppe. Und dann hält Lucia eine Rede. Ich liebe es einfach, wenn Charaktere so in finalen Teilen solche Reden halten. Und dann das Ende vom Kapitel. Ich kam mir fast vor wie ein Märchen. Abgesehen von den unbedeutenden Details, dass Cinderella schwer bewaffnet, ihr Prinz ein gedankenlesender Dämon und die gute Fee der Teufel war. Und dann will Lucia eigentlich mit Ari gehen. Doch dann kommt Ryan und sagt, was denkt ihr, wo ihr hingeht, schimpfte der Jäger mit gespieltem Ernst. Ihr verlasst dieses Fest nicht, bevor ich nicht mindestens einmal mit Morrison getanzt habe. Dann fragt Ryan, komm schon, gib's zu, das hast du dir schon immer erträumt. Und dann kommt einfach
Wenn, dann war es auf jeden Fall ein Albtraum. Und dann stand Tobi da und ich habe gedacht, endlich ist Tobi wieder da. Ich habe ihn so vermisst. Und dann kommt einfach eine der schönsten Szenen und ich könnte jedes Mal vor Freude heulen, wenn ich diese Szene lese. Tobi fängt an zu singen und zwar ein Medley aus Somewhere Over the Rainbow und What a Wonderful World. Als er dann anfing zu singen, existierte für mich nur noch die Welt zwischen den Lichterketten. Der Burghof füllte sich mit Emotionen, in einem Ausmaß, das mir den Atem raubte. Lebensfreude und Wehmut, Angst und Hoffnung, Abschied und Neuanfang. Dieser Moment erschien mir so unwirklich, als wäre er bereits eine Erinnerung. Und dann erzählt sie, wer alles da ist und wer mit wem da ist. Und ich denke mir einfach so, es ist einfach so schön. Es ist einfach so schön. Wir schließen an darauf, dass das Wie wichtiger war als das Wie lang. Und dann sieht sie Lucia, wie er mit seinen Brüdern redet und wie er Spaß hat mit seinen Brüdern und so. Und das ist einfach so toll. Und dann bemerkt Lucia, dass Ari ihn beobachtet und dann geht er auf sie zu und dann kommt Belle. Diese Intensität. Ihr beide solltet für Parfümwerbung modeln. Über seinen eigenen Witz lachend gab er mir einen sanften Schubs. Jetzt geh schon, aber tu nichts, was ich nicht auch tun würde. Dann fragt Lucia so, willst du noch bleiben? Und dann sagt Ari, eigentlich nicht, aber es wäre eigentlich schon besser, wenn wir bleiben, weil wir wissen ja alle, was das letzte Mal passiert ist, als sie, sagen wir, so körperlich eskaliert sind. Und dann, es war nicht fair, die Vernünftige sein zu müssen, besonders nicht, weil ich einfach nicht aufhören konnte, in Gedanken an Lucia herumzuknabbern. Er lachte leise. Ich liebe es, wenn du solche Sachen denkst. Und dann machen sie sich auf den Weg weg von dieser Feier und Lucia sagt ihr, viele werden den morgigen Tag nicht überleben. Ich kann das nicht verhindern, aber ich kann ihnen eine letzte schöne Erinnerung schenken. Und dann kommt eine Konversation zwischen den beiden. Ich liebe die zwei. Und dann gehen sie, glaube ich, in den Raum, wo Tristan war und dort haben sie die Siegel nachgezeichnet, die Mara gemacht hat, um zu schauen, wie sie da durchkommen, was sie alles machen können. Und dann sind sie im Innersten und dann sagt Lucia, dieses Siegel erzeugt einen Ort, an dem nur einer allein die absolute Kontrolle hat. Mein Blut, meine Welt. Es ist keine Illusion, Kleines, kein Traum. Alles hier drin ist real und potenziell tödlich. Dann kommt einfach Lucia, wir stehen hier in einem Siegel, begann er ohne jede Eile, das die Wirkung dämonischer Mächte abschirmen kann. Das heißt, sie können sie in diesem Siegel so lange treiben, wie sie wollen und das wird niemand merken. Und dann sagt sie, und du behauptest ernsthaft, dass du keine Spielchen mit mir spielst? Absolut, würde ich spielen, hieße das. Ich meine es nicht ernst und glaub mir, Kleines, alles, was ich gesagt habe, war mein voller Ernst. Ich kann schon eine Weile an nichts anderes mehr denken. Und dann kommt einer der schönsten Szenen, die ich je in meinem Leben gelesen habe, okay? Ich bin gerade so glücklich. Diese Szene zwischen den beiden. Wie einfach beide die Kontrolle verloren haben. Und wie das beschrieben wird. Und wie ihre Kräfte beschrieben werden. Ich denke mir einfach so, oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist einfach so, so, so schön. Ich liebe die zwei. Ich liebe sie einfach. Ich hatte wissen wollen, wie es war, wenn er die Kontrolle verlor. Und jetzt konnte ich nur noch mit ihm brennen. Und jedes Mal, wenn ich diese Szene lese, bin ich einfach glücklich. Und dann so am Morgen danach. Jetzt hatten seine Augen wieder den wunderschönen grünen Farbton, den ich so liebte. Und ich war davon ausgegangen, Selbstzufriedenheit darin glitzern zu sehen. Doch ich fand nur Ergriffenheit und Demut. Lucia war genauso überwältigt wie ich. All die Jahrhunderte, die er mir voraus hatte, machten diesmal keinen Unterschied. Ja, ich bin überwältigt, sagte er leise. Nein, mein Alter macht keinen Unterschied. Mit dir fühlt sich alles einzigartig an. Ja, du hast geschlafen und Vorsicht, der Schein trügt. Ich bin sehr zufrieden mit mir selbst. Und dann klopft er an der Tür. Und dreimal dürft ihr raten, wer es ist. Hallo, hörte ich Lizzie durch die Tür rufen. Nicht so schüchtern, meine kleine Räubertochter, ertönte nun Victorias Stimme, gefolgt von einem energischen Hämmern. Hallöchen, ihr lüsterlichen Kanickelchen, trällte er aus voller Kehle. Ich hoffe, ihr seid angezogen. Falls nicht, solltet ihr das ändern, denn wir kommen nun rein. Und dann kommt einfach Lizzie, oh Mann, ich hab's dir doch gesagt. Sorry, Ari, weitermachen. Wir gehen. Hab dich nicht so, mein verklemmtes Honigbäckchen. Ich denke doch, dass es hier nichts zu sehen gibt, das neu für dich ist. Zumindest hoffe ich das, sonst muss ich mal ein ernstes Wörtchen mit Tobi reden. In hetero Dingen bin ich zwar nicht besonders bewandert, aber dir zuliebe würde ich selbstverständlich mein Bestes geben, um Victorious kommt zur Sache. Natürlich, natürlich. Offensichtlich wollen wir alle zur Sache kommen. Ich liebe Victorious. Und dann erklärt Lizzie ihren Plan, und zwar, dass Lucia die Jäger als seine Gezeichneten nimmt, weil Jäger haben ja zu wenig Macht und Lucia hat zu viel Macht. Und durch diese Gezeichneten kann er dann Macht abgeben. Das heißt, er kann Brachion töten. Und jetzt lese ich wieder ein bisschen was viel vor, weil es ist einfach so genial. Und auf einmal spürte ich das Ende auf mich zukommen. Ob es mein Ende war, konnte ich nicht sagen. Was übrig bleiben würde, konnte ich nicht sagen.
aber es würde heute enden und Platz machen für einen Anfang, ob im Guten oder im Schlechten. Ich dachte über so vieles nach. Die fehlende Zeit, um die seelischen Wunden meiner Mutter zu überwinden. Bess Geschichte, Lissys Entwicklung, Gideon, dem gelungen war, sein Herz wieder zu öffnen, Tobis Willensstärke und meine Verbindung zu Lucia, die jenseits jeder Vorstellung lag. Für einen flüchtigen Augenblick kam es mir so vor, als wäre alles genau so, wie es sein sollte. Als hätten all die schrecklichen Dinge geschehen müssen, um uns wachsen zu lassen. Um uns stark genug zu machen, damit wir es mit der Hexenkönigin aufnehmen konnten. Es war, wie Mara gesagt hatte, Entscheidungen. Sie hatten uns alle hierher gebracht. Angefangen mit Nemi, das der Mara nicht hatte töten können. Kintana und seine Prophezeiung. Thanatos, der Isara erschaffen hatte, um Mara zu kontrollieren. Meine Mama und ihre mutige Trennung von meinem Vater, der mich anschließend aufs Lyzeum geschickt hatte, wo ich Lucia begegnen sollte. Belle, der neugierig und waghalsig genug gewesen war, mir zu helfen. Shiros Opfer, Victorious Loyalität. Elias, der seinen Bruder der Liga vorgezogen hatte. Und natürlich Tristan. Wo sollte ich da anfangen? Man hätte ihm so fürchterliche Gräueltaten angetan, ihn benutzt, manipuliert, bis er tatsächlich geglaubt hatte, es würde für ihn nur einen Weg geben. Entscheidungen. Jede einzelne davon hatte ihre Konsequenzen, das galt aber ebenso für Maras. Sie hatte nicht nur ihre Zukunft, sondern auch ihre Feinde geformt. Sie hat uns zueinander gebracht und unsere Wut geschürt. Oh mein Gott, ich hatte wirklich eine Stinkwut auf dieses grausame Miststück mit ihren verdrehten Wahrheiten. Nein, das hier war meine Geschichte, meine und Lucias. Es war die Geschichte von Isara und heute würde ich sie zu Ende schreiben. Und dann geht Tristan vor alle Leute, die ihn eigentlich umbringen wollen. Und dann einer gegen Tausende. Seine Einsamkeit erstickte mich förmlich. Ich bin bereit zu sterben. Durch euch oder für euch, sagte er mit rauer Stimme. Weltweise. Und dann machen sie sich bereit, weil Mara hat anscheinend schon früher losgelegt. Und dann sagt Lucia, Kleines, Angst zu empfinden ist nicht schlimm. Du darfst dich nur nicht von ihr lähmen lassen. Und dann gehen sie in den Kampf und dann treffen sie auf Nero. Und dann einfach so, hier Stichwort erschien ein zweiter Lucia. Er roch nach Granatapfel und dunkler Schokolade. Nero, Nero, Nero. Es gab eine Zeit, da hätte ich dich als Freund bezeichnet. So viele Nächte hast du dich bei mir über deine Frau ausgeheult. Wir haben zusammen meinen besten Wein getrunken und all das, obwohl ich wusste, dass du nicht genügend Rückgrat besitzt, jemals loyal zu sein. Als du aber in mein Haus eingedrungen bist und dort einen unschuldigen kleinen Jungen umgebracht hast, wurde endgültig eine Grenze überschritten. Und dann gehen sie weiter und dann sind Ari und Lucia im zweiten Siegel. Und dann kommt Belle rein. Ihr wollt wohl wieder den ganzen Spaß ohne mich haben. Und das gehört eigentlich nicht zum Plan, weil Elias kommt auch noch dazu. Und das gehört eindeutig auch nicht zum Plan. Dann kommt Belle. Einverstanden, wie wär's mit einem Safe-Word? Ruf einfach Brokkoli und ich bin weg. Und dann gehen sie weiter und dann treffen sie auf Mara. Auf einer Chaise-Lounge in der Mitte thronte Mara und genoss das Schauspiel, das ihr die offene Parkanlage bot. Sie saß bequem in der ersten Reihe, während ihre Kinder nicht mal 100 Meter von ihr entfernt für sie kämpften und starben. Ich kann diese Mara wirklich nicht ausstehen. Und dann kämpfen sie da gegen Vampire und dann ist Lucia plötzlich zu nah am Siegel von Mara und Mara zieht ihn in dieses Siegel rein. Und das war der Moment, wo mir mein Herz fast stehen geblieben ist, weil Lucia ist jetzt im Siegel und Mara hat die komplette Kontrolle über dieses Siegel. Und ich habe mir so gedacht, oh mein Gott, nein, 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 nein. Und dann kommt Tristan da rein. Und wir wissen ja alle, Tristan ist kein Dämon. Tristan hat eine Seele. Und der einzige Grund, warum Tristan in diesem Siegel überhaupt überleben kann, sind seine vielen Leben, die er hat. Aber jedes Leben geht jetzt weg, je länger er in diesem Siegel ist. Und dann sagt er, ich habe dein Blut unter Maras gemischt. Das heißt, wenn Ari in dieses Siegel geht, hat sie auch die Kontrolle über dieses Siegel. Oh. Und dann sagt Tristan, vertrau mir. Ein letztes Mal. Und dann kommt Mara wieder so großkotzig und sagt, dass sie die Beste ist und so. Und dann sagt Lari, das hat Thanatos auch von mir gedacht, krächze ich wütend, bis ich ihn in einen Haufen Asche verwandelt habe. Und dann fängt Mara an, Lucia zu töten. Und da habe ich gedacht, wenn sie jetzt nicht sofort aufhört, dann wird mir mein Herz brechen. Und Aris Herz und ganz viele andere Herzen auch, wenn Lucia jetzt stirbt. Und dann kommt die Szene. Ich habe mir so gedacht, nein, das ist jetzt nicht ihr Ernst. Das ist jetzt nicht ihr Ernst. Ich prallte gegen Lucia. Er versuchte, mich festzuhalten. Wir fielen, wir stürzten. Ein Schrei, blaues Feuer, schillender Nebel. Und dann schlossen sich schwarze Fluten über uns. Eisiger Schmerz nahm ich in Besitz. Ich versank, ertrank, schnappte panisch nach Luft, doch ich konnte nichts mehr tun. Die stillen Wasser hatten Anspruch auf mich erhoben. Es gibt diesen epischen Kampf zwischen diesen vier Personen und sie haben es auch fast geschafft, Mara in den stillen Wassern festzuhalten. Und dann kriegt diese dumme Bitch irgendwie hin, Ari und Lucia in die stillen Wasser zu verbannen. Und ich denke mir einfach so, wollt ihr mich verarschen?
Und dann sind sie da in diesen stillen Wassern. Und dann Lucia litt, nicht nur körperlich, sondern seelisch. Ich hätte gern 1000 Leben mit dir verbracht, sagte er niedergeschlagen. Nur stattdessen bin ich dein Tod. Ari, du musst noch etwas für mich tun. Alles, was du willst, entgegnete ich aus tiefstem Herzen. Du musst Mara aufhalten. Sieh nach oben, wies er mich an. Und dann kommt so eine Hand runter. Die Zeit in Patria vergeht anders, erinnerte mich Lucia. Für unsere Freunde sind wir gerade erst ins Portal gestürzt. Sag mir jetzt nicht, dass ich dich hier zurücklassen soll, fuhr ich ihn an. Lucia, ich kann Mara nicht besiegen, nicht einmal, wenn du dich opferst und mir meine Seele zurückgeben würdest. Ich weiß, meinte Lucia unglücklich. Wie ich es auch drehe und wende, ich kann uns nicht retten, aber es gibt vielleicht die Chance, dass wir Mara mit in den Tod nehmen können. Dann holt er den Dolch, mit dem man ihn töten kann. Und dann sagt er, nimm ihn. Bitte. Ich tue alles für dich, flüsterte ich verzweifelt. Alles, aber bitte verlang nicht von mir, dich zu töten. Ich bin doch schon tot, keines. Lass mich das tun, deine Seele hat nie mir gehört und jetzt wird sie uns alle retten. Du hast mir gesagt, dass ich dich nicht sterben sehen müsste, stammelte ich ohnmächtig. Du hast mir gesagt, dass wir es gemeinsam beenden. Ich kann es nicht. Nichts ist mir je schwerer gefallen als diese Bitte, murmelte er. Denn ich rette dich damit nicht. Deine Seele wird die Magie des Dolches zerbersten lassen. Du hast höchstens 1-2 Minuten bevor. Wir werden nicht lange getrennt sein. Ich war so oft verloren, aber du hast mich immer wieder gefunden, sagte Lucia rau. Töte Mara und dann finde mich noch ein letztes Mal. Ich hab gerade das 29. Kapitel gelesen. Und anscheinend ist jetzt Lucia tot, Ari ist tot, Mara ist tot. Toll! Und dann ist sie aus dem stillen Wasser draußen, weil Tristan sie da rausgeholt hat. Dann fragt Mara so irgendwelche letzten Worte. Ja, ich lächelte sie grimmig an und krächzte. Brokkoli. Damit stieß ich ihr den Dolch ins Herz. Und dann, es war das Ende. Mara war besiegt, meine Freunde gerettet. Jetzt konnte ich Lucia folgen. Ich hatte das Gefühl, als würde die Sonne in mir aufgehen. In meinem Geist erschien Lucias Lächeln. Er streckte mir seine Hand entgegen. Dann zerbarst etwas. Ich ertrank in tiefer Schwärze, bevor eine atemberaubende Explosion Millionen und Abermillionen von Sternen freiließ. Isara war in den Himmel heimgekehrt. Es ist einfach so dermaßen gut geschrieben. Und dann läuft sie einfach auf Leichen rum und dann merkt sie, dass sie noch lebt und ich denke mir so, das darf doch jetzt nicht wahr sein, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Und dann, ich hatte Lucia für den Jungen aus dieser Legende gehalten. Vielleicht hatte ich mich aber auch geirrt. Vielleicht musste ich nun in die kalte Nacht starren und für immer den Stern vermissen, der mein Leben gewärmt hat. Und da kommt einfach ein Gedanke wieder durch meinen Geist. Er roch nach frischer Erde, Regen und Wind. Eine drückende Schwüle über tosender Brandung. Er roch wie ein Sommersturm am Meer. Kleines, ich bin da. Dann sagt ihre Mutter, und nach allem, was du durchgemacht hast, verdienst du nun alles Glück der Welt. Jetzt geh schon und hol es dir. Die Welt stand für die Unendlichkeit eines Augenblicks still. Lucia lächelte. Er lächelte sein unglaubliches, atemberaubendes Lächeln und löste damit ein wahres Feuerwerk an Empfindungen aus. Und dann geht sie auf ihn zu und sie umarmt ihn und er sagt dann langsam, kleines, lacht er leise. Ich bin gerade ein bisschen wackelig auf dem Bein. Und dann sagt sie, ich dachte, ich hätte dich verloren. Du hast mich nicht verloren. Du hast mich gerettet. Jetzt heule ich aus Freude. Weil Lucia lebt. Ja, Dippe macht mich einfach fertig. Dann, jemand schnieft und schneuzte sich. Oh, meine durchnässten Karamellhäschen. Ich bin ja wirklich nicht da am Wasser gebaut, aber das hier ist besser als jede royale Hochzeit. Dann kommt einfach Mara und ich denke mir so, eine halt doch einfach die Klappe. Dann kommt Lucia wartet. Bevor Lucia. Er gab mich frei und marschierte direkt auf die Hexenkönigin zu. In seiner Hand erschien ein Asiam. Ohne zu zögern stieß er ihn tief in Maras Brust. Niemand wird dich je wiedersehen. Mara ist endlich tot. Sie ist endlich tot. Und ich bin einfach nur froh, dass sie tot ist. Lucia hat sie getötet. Das finde ich sehr gut. Dann kommt sozusagen der Prolog. Da erfährt man recht viele Dinge. Und zwar, dass das Lyzeum wieder aufgebaut wird und dass Ari Omega geerbt hat und dass Lizzie jetzt sozusagen eine Chefin ist. Tristan ist tot. Mann. Das kann sie doch nicht einfach so raushauen. Jimmy ist tot. Das kann sie so. Auch die Namen von Aaron, Mr. Rossi, Graham, Scripper, Anushka, Brett und vielen anderen Jäger standen dort. Will sie mich verarschen? 2/3
Der Phalanx wurde ausgelöscht. Oh mein Gott. Und dann kriegt Lizzie es irgendwie hin, Ari dazu zu überreden, auf eine Halloween-Party zu kommen. Und dann kommt einfach, du schleppst mich zu einer Halloween-Party, fragt eine warme, rauchige Stimme, die nach einer gehobenen Augenbraue und einem verschmitzten Lächeln klang. Ah! Ich wusste vom ersten Moment an, dass du mein Untergang sein würdest, raunte er mir amüsiert ins Ohr. Ich quittierte das mit einem kleinen Schulterzucken. Man kann nicht alles haben. Seufzte er und drückte mir einen hauchzarten Kuss auf den Nacken. Doch, kann man. Und dann kommt einfach Belle so kurz vorbei und erklärt ihnen, dass die Liga ihre Hilfe braucht. Und dann sagt Ari, ihre Seele ist jetzt frei. Belle schenkte mir ein trauriges Lächeln. Ich weiß. Und dann gehen sie aufs Dach vom Schiff, auf dem sie sind. Und dort sehen sie eine Kiste. Und in dieser Kiste ist das Herz von Ari. Und auf einem Brief steht, danke für dein Vertrauen. Und das heißt, man weiß nicht, ob Tristan jetzt wirklich tot ist oder nicht. Man weiß es einfach nicht. Ich glaube, in meiner Fantasie wird Tristan auch weiterleben und einfach alles verarbeiten und endlich sein eigenes Leben führen. Dann geht's einfach weiter mit den Lucy und Ari Momenten. Ich musste ihn nicht ansehen, um zu wissen, dass er in den Nachthimmel schaute. Und ich musste seine Gedanken nicht lesen können, um zu wissen, woran er dachte. Irgendwo dort oben zwischen den Millionen von glitzernden Sternen schwebte meine Seele. Ein Beweis, dass es in dieser unbeschreiblichen Welt voller Magie und Dämonen noch eine Macht gab, die nicht einmal die Primus beherrschen konnte. Wer es versuchte, würde daran scheitern, denn diese Macht ließ sich nicht zwingen oder kontrollieren. Sie ließ sich nicht einfangen oder festhalten. Man konnte ihr nur begegnen. Ich liebe dich, Lucia, flüsterte ich in den hilflosen Bemühen, in Worte zu fassen, was ich fühlte. Und ich dich, Kleines, antwortet Lucia. Selbst wenn die Sterne verlöschen und die Ewigkeit aufhört zu existieren, werde ich immer nur ein Gedanken entfernt sein. Ich habe einfach die Sache beendet. Und ich bin ein nervliches Wrack. Ein episches Buch. Und ich lieb's einfach. Das war mein ellenlanges Read With Me zu Isara 4. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie euch dieses Buch gefallen hat. Und jedes Mal hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.